Oh Gott, ein Monster, ein Monster! Die Rückkehr der Yeti-Ritter. Ich bin's, der Riesen-Yvonne. Big Foot. Es gab doch auch mal so eine schöne amerikanische Serie, oder? Mit so einem Big Foot, so eine Art Sitcom. Ja, ja, ich glaube, ich hätte jetzt gleiche gedacht, Zeit, glaube ich. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das voll, ne, also hallo erstmal. Hallo, genau. Wir sind schon mittendrin. Da lief auch 2019. Ja, hallo erstmal. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass sich Bergmonster und dass das sich voll auf Bigfoot bezieht, oder? Ja. So, also ja. Ich habe mir auch erlaubt, dazu zu recherchieren, nur ganz kurz. 1958 ist das irgendwie so hochgekommen, diese Bigfoot-Legende nochmal. Okay. Aber im Buch, so viel sei verraten, beziehen sie es auf den Yeti. Ne? Genau. So. Hm. Jetzt bist du natürlich schon richtig einmal voll in medias res gegangen hier. Spoiler! Oh, nee, aber vielleicht einmal tatsächlich noch das herzliche Willkommen, auch ein frohes neues Jahr von uns an unsere Hörer. Ja. Und vielen Dank, dass ihr uns so eifrig gehört habt im letzten Jahr. Bald könnte es ja durchaus sein, dass wir ein Jahr alt werden. Genau, könnte sein. So ist es. Auch ein Danke an die Pottwichtel-Aktion. Ja, das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ja. Ihr habt ja gehört, wer uns vertreten hat. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das Pottwichteln. Und wir hoffen natürlich euch auch. Ja, so. Und ich glaube, wir dürfen jetzt auch einen Monat später tatsächlich verraten, wen wir bewichtelt haben. nämlich bei denen haben wir eine Episode geschaltet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch die natürlich auch anhören, ne? Und beurteilen. Fühlt euch frei zu sagen, wie es euch gefallen hat. Ja, aber wir sind beim Bergmonster gelandet. Das haben wir uns rausgesucht und es ist ganz spannend, wie wir dazu gekommen sind. Man könnte ja meinen, dass wir so bisschen die so Fetischisten sind von diesen alten Folgen. Nee, also, gar nicht. Überhaupt nicht drauf kommen könnte man nicht. Nein. Aber diesmal war es wirklich purer Zufall. Wir haben so einen Zufallsgenerator befragt, der Zahlen von 1 bis 200 ausgespuckt hat. Ja, so, oder 197 wird 200 können wir ja noch gar nicht besprechen. Aber dann haben wir da drauf gerückt und dann kam die 14. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, wenn es denn sein muss, Bergmonster. Nehmen wir das Bergmonster. Zur Not noch ein Klassiker. Normalerweise starten wir ja dann immer mit irgendeinem schmissigen Track am Anfang. Gibt's mal irgendwie hat die, also bei mir liegt es auch daran, ich hatte nicht die Zeit, jetzt nochmal in meinem Archiv zu graben und den Kassettenrekorder auszupacken und das darüber nochmal zu hören. Das tue ich nämlich für gewöhnlich nicht, weil ich meine Kassetten schonen möchte. Aber es gibt diese Folge weder bei YouTube noch bei Spotify irgendwie mit alter Musik. Also mit dem Bones-Soundtrack ist sie gerade nicht zu finden. Und deswegen habe ich sie mit dem neuen Soundtrack gehört. Und da war jetzt nichts dabei, was mich irgendwie gecatcht hätte. Ja, hättest du was gesagt? Also ich schone meine alten Kassetten nicht, weil ich hätte sie kaufen können. Ne? So. Aber ich meine, mir wäre auch jetzt nichts aufgefallen. Wobei du ja aus deiner Erinnerung gesagt hast, es gibt da schon einige Sachen, die aus dieser Bone-Ära... Kommen wir gleich zu. Dem einen, was mir noch in Erinnerung ist, was ich als Kind schon sehr komisch fand. Ja. Bleiben wir strukturiert und das würde bedeuten, dass wir sagen, Hörspiel Nummer 14 von 1980 und der Hanno hat den Klappentext zufälligerweise parat. Unboxing. Ah, dieses Geräusch. Kannst du das nochmal? Sehr gut. So. Das neue Abenteuer, das Justus, Bob und Peter zu bestehen haben, fängt ganz harmlos an mit der Suche nach einem Schlüssel. Doch bald schon häufen sich verdächtige Vorgänge. Warum hat Kathleen Hammond, die angeblich so geschäftstüchtig ist, solche Hemmungen, wenn sie eine Unterschrift leisten soll? Wozu baut ihr Mann hinter dem kleinen Gasthof für die wenigen Gäste ein so großes Schwimmbecken? Auf dem Berg hinter dem Haus entdecken die drei Fragezeichen geheimnisvolle Spuren von einem Innenseite übergroßen Fußabdruck. Dann kommen sie dahinter, dass ein Gast des Hauses es anscheinend auf Kathleens Geld abgesehen hat. Aber trotz vieler Anhaltspunkte wollen die Ermittlungen diesmal nicht vorangehen. Buchstäblich in letzter Minute erst lösen sie das seltsame Geheimnis, das Kathleen bedroht, und decken hinter den düsteren Legenden um ein Bergmonster die Wahrheit auf. Ja, dann war er dann. Kann man so sagen. Ne? Ist halt wieder mal, finde ich, erstaunlich umfangreich. Ja, Rundumschlag. Ja. Verrät zu viel. finde ich. Ja, ist unnötig. Ja. Geht auch ein Stück weit so schon sehr, wirklich sehr chronologisch in die Handlung rein. Ja. Ne? Also ja. Ja, also auch so dieses, ne, dass die Probleme hat, ihre Unterschrift zu leisten zum Beispiel, ist ein Twist in der Folge, den muss man da echt nicht vorwegnehmen im Klappentext, finde ich falsch irgendwie. Ja, oder es, oder man, ja, ja, oder man übersieht es oder überhört es quasi sogar und ist nachher so, ah ja, stimmt ja. Und da wird man eigentlich nochmal drauf getrimmt. Ja, ja. Aber wahrscheinlich ist es schwierig bei der Folge tatsächlich, das Wahre so rauszuarbeiten, weil es stimmt schon, in letzter Minute erst überschlagen sich die Ereignisse, muss man wirklich so sagen. Ja. Ist auch, finde ich, wirklich ein Knackpunkt auch an der Folge, wo wir nachher, denke ich, nochmal drüber sprechen müssen. Wo ist da der Fokus? Ne? Naja, wo ist der rote Faden? Ne? Also irgendwie ist da alles. Ja, ja, so. Ich finde auch, so, es heißt ja hier, die drei Fragezeichen des Bergmonsters, der englische Originaltitel ist ja The Mystery of Monster Mountain, also wirklich, wo es darum geht, dass dieser Berg, ne, so wie mich erinnert es ja viel an Nebelberg, muss ich sagen, ja, aber wo es um diesen Monsterberg geht und dessen Geheimnis irgendwie und nicht so sehr um die, wo schon klar ist, es ist ja jedem schon, auch wenn er das hört, aufgrund des Titels klar, oh ja, du musst Monster sein, das ist kein Bär, das ist ein Monster, ne, so, und irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles schon so vorweggenommen. Ja. Ich meine, vorweggenommen haben wir natürlich auch ein wunderschön plakatives Bild des Bergmonsters direkt auf dem Cover drauf. Ja. Man hat auch sofort schon, ne, sehr menschliches Gesicht. Das ist so Neandertal-mäßig. Ja, man sieht jemanden halb so von hinten, ne, so, der sehr haarig ist, mit großen Füßen. Das und wär, so wie du das gerade beschreibst, könnte man meinen, das wäre echt ein Mensch, aber sehr haarig. Ja, also wirklich sehr haarig. Ein Affe. So, ja, mit großen Füßen, der behenden Schrittes das Weite sucht. Im Hintergrund zart angedeutet Berge, ja, so im typischen Algar Rasch-Stil. Ja. Den Schatten finde ich da sehr schön eingearbeitet. Und noch? Ja, ja, so auch ein bisschen unbeholfen. So, mich erinnert es stark an Janosch. Ja, doch, kann ich nicht so verstehen. Wie heißt dieses Vieh? Janoschs Traumstunde. Ja, ist das nicht einfach der Bär? Ist das der Bär, der so aussieht? Ja, ja, kann Tiger, Ente, Bär. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Bär bei Janosch einen Namen hat. Ja, das wäre ein guter Anfangstipp. Stimmt, das wäre ein guter. Komm zurück, Hanno, komm zurück. Ja, also es ist... Es wird nicht gruselig, das Monster, oder? Also das auf dem Titel, oder findet ihr das gruselig? Nee, es liegt aber an dem, also es ist ja so, ja, von hinten, von der Seite und man sieht halt irgendwie auch so Teile eines sympathischen Gesichts. Ja, recht weiche Gesichtszüge. Ja, ja. Ist das ein Schnurrbart? Wenn der sich einmal richtig kennt, dann ist das alles Paletti, ne? Ja, auf jeden Fall nichts Bedrohliches. Das liegt doch, glaube ich, also daran liegt es auch, dass ich als Kind um diese Folge einen Bogen gemacht habe. Also ich meine, damals war es teuer, 20 Mark eine Schallplatte. Und dann habe ich gesagt, nee, Bergmonster, vergiss es. Ne? Das irgendwie sieht nicht gut aus. Naja, habe ich echt beiseite. Ich bin weitergegangen. Lachender Schatten. Lachender Schatten, hallo. Das ist übrigens der Vorläufer. Entschuldigung, der Vorläufer beim Hörspiel ist Lachender Schatten. Danach kommt Rasende Löwe. Richtig. Ne? Bedrohlich ist das Monster ja, aber auch in der Geschichte nicht, oder? Also. Nee, ja eben. Also, und das wusste ich halt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das wusstest du vom Cover schon. Das habe ich mir gedacht. Alles klar. Komm, das ist zu langweilig. Der Janosch-Verschnitt, dann brauche ich mich nicht reinziehen. Kenn ich. Janosch drauf. Das sind also Dinge, die einen so anmachen. Und ich merke schon, wenn wir uns hier besprechen als Podcast, merke ich nochmal, bin ich ganz konfrontiert damit, was ich für ein Drei-Fragezeichen-Fan bin. Bei mir ist Grusel und nicht Monster und nicht Alien. Kannst du mich mal. Ne? So. Oder hier versteckt. Ja doch, versteckter Schatz finde ich noch ganz gut. Aber ich will was Gruseliges haben und nicht so ein Bergmonster. Ja. Man muss Point Whitmark hören. Ich meine, klar, da sind wir uns ein Stück weit ähnlich. Ich finde auch natürlich die, aber gut, das ist halt, ne, die alten Folgen, die gruseligen Folgen. Das hängt natürlich aber wirklich auch damit zusammen, dass du da so als Kind die Erinnerungen dran hast und so sozialisiert bist auch. Und das schleppst du natürlich auch bis in unser zartes Alter irgendwie mit. Ich habe als Kind halt immer gerne die Folgen zum Einschlafen gehört, die eben nicht gruselig waren. Zum Beispiel so Heimliche Hehler oder so, ne? Oder unsichtbare Gegner, also irgendwas, was halt nicht mit übernatürlichem Gedönse zu tun hatte. Ja. Echt? Ich glaube, du hast beim letzten Mal noch erzählt, dass du die gruseligen gut fandst in Point Wittenmark. Nee, später, ja. Später, ja. Was hast du noch? Gabriel Byrnes. Genau, Gabriel Byrnes. Ja, gut, aber komm, jetzt bin ich auch schon Richtung 40 unterwegs. Ne? Ja, also ich bin da ein bisschen älter. Ja, das ist schon krass. So, ja, aber ja, genau. Also, habt ihr das? Könnt ihr das doch verorten in eurer Kindheit? Nein, das ist nicht gruselig. Aber wie war es in eurer Kindheit? Ich habe da immer einen Neandertaler gesehen. So. Ich fand es als Kind schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ja, also ich habe schon irgendwie mir gedacht, so, also allein schon Monsterberg. Also Peter wieder, weißt du? So. Und dann die Nummer mit dieser Gletscherspalte, da kommen wir ja später noch zu. Ja, ja. Also ich fand das schon gruselig als Kind. Ja, das hat schon spannende Momente, aber die sind ja nicht unbedingt jetzt so krass mit diesem Monster halt, ne, verknüpft. Das weiß ich nicht. Ja. Also, ja. So. Hallo. Wollen wir sehen, wa? Wollen wir sehen. Was ich auf jeden Fall interessant war, dass das halt von einer Autorin ist, ne, von der Mary Virginia Carey. Wo am Anfang nur die Initialen bekannt waren, weil nämlich der Verlag auch so ein bisschen befürchtet hatte, dass sich halt die Geschichten von einer Autorin dann gar nicht so gut an die Zielgruppe verkaufen. Ja. Eieiei. Krass. Und sie ist tatsächlich 1971 mit dem Debüt Flammende Spur als erste weibliche Autorin in die Reihe eingestiegen. Wow. Gleich so eine tolle Folge, ne? Hat unter anderem auch Magischen Kreis und Zauberspiegel geschrieben. Insofern. Okay. Da natürlich schon nah auch an meinen Lieblingsfilm. Ja, finde ich auch. Das ist jetzt, okay, das ist überraschend. Gut. Ja. So. Dass das was geworden ist und dass die nicht gesagt haben, damals Frau laufen wir nicht machen. Genau. Ja. Also ich habe ja geguckt, tatsächlich Vor- und Nachläufe haben wir ja schon gehabt. Lachender Schatten war davor, Rasender Löwe dahinter. Ich finde es ja immer spannend, das so einzuordnen. Ja. Wobei, die Bücher sind ja anders. Bei den Büchern war es die rätselhaften Bilder waren davor und Phantomsäge kommt danach. Alter, ja, gut. Also in der echten Reihenfolge, die vermutlich die Autoren, wenn sie sich eine gegeben haben, so, dann kann man das da ungefähr einordnen. Ich finde es immer wichtig zu wissen, was haben die vorher erlebt und was werden die noch erleben. Irgendwie finde ich das ganz spannend. Ja, bei den Büchern, bei der Bücherreihenfolge bin ich ja raus. Ne? So. Ja, ich finde, das passt für mich auch gar nicht. Ich bin voll auf die Hörspiele gepolt. Ich habe auch nur ein Buch gelesen, glaube ich, tatsächlich. Und das als Kind. Und da habe ich aber, das weiß ich noch, an einem Vorlesewettbewerb teilgenommen mit dem Band Die Automafia. Oh. Aber ich glaube, sonst Bücher habe ich nicht gelesen von den drei Fragezeichen. Das war immer schon mit Hörspiel verbunden. Ja, ich habe schon, weil bei uns gab es halt, ich meine, ich bin ja in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Wir hatten ja nichts. Auch keine Probleme. Nur Büchereiausweis. Und damals gab es noch keine Kassetten. Armes Kind musste lesen. Oder? Ich musste lesen. Aber nee, ich habe die tatsächlich super gern ausgeliehen. Das war aber auch schon damals in der Bücherei so, du musstest gut sein, um die zu kriegen, weil die wollte jeder gleich haben. So, ne? Und die Bücher sind ja nicht nummeriert eigentlich, ja, so der Verlag hat ganz lange darauf verzichtet, die zu nummerieren. Und ja, das finde ich auch ganz stimmt. Ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Übrigens, Alfred Hitchcock schlägt am Ende im Buch, ne, kommt ja nochmal, und er schlägt vor, dass sie den Fall die drei Fragezeichen die Doppelgängerin nennen sollen. Die drei Fragezeichen, nee, ist blöd, nennt es Bergmonster. Ne? Okay, ja. Alles klar. Aber da wäre ja auch schon alles verraten gewesen. Ne? Ja. Weil, klar, Doppelgängerin wäre ja noch schlimmer gewesen als dieser Klappentext, der da alles vorwegnimmt. Ja. So, jetzt haben wir so ziemlich alles vorweggenommen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Jetzt wird es Zeit, dass wir in medias res einsteigen. Und es beginnt damit, dass Justus, Peter und Bob Kenneth und Patrick begleiten. Und das ist für mich der Höhepunkt, oder das, was die Folge tatsächlich gut macht, dass die zwei begleitet werden. So. Also, dass man diese beiden Irren, die so wichtig sind, aber die immer so eine Nebenfigur spielen, dass die plötzlich mal im Mittelpunkt stehen. Das fand ich das einzig Reizvolle, tatsächlich an dieser Folge so richtig. Und sie begleiten sie zu einem Überraschungsbesuch bei ihrer Cousine Kathleen O'Hara. Leider, muss ich sagen, stehen die ja nachher überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt, oder? Also das verliert sich so ein bisschen. Man hört sie nur am Anfang, dann singen sie irgendwann nochmal. Oh Gott. So hätten wir anfangen sollen. Oh. Ja, genau. Jetzt fällt uns wir hätten einfach Gälisch reden müssen. Ja, genau. Zum Beispiel. Wie cool wäre das denn gewesen? Wir sollten uns mal mehr Gedanken machen. Ja. Naja, es wird, glaube ich, direkt am Anfang noch erwähnt, dass die drei Fragezeichen lieber doch irgendwie auch zelten wollen, ne? Und nicht im Haus pennen da. Genau. Weil das da so eine schöne Gegend auch ist, dieser Lake, wie heißt das? Lake Tahoe. Mhm. Sie kommen da an, aber niemand ist da. Gehen einfach rein, weil es scheint ja auch offen zu sein. Und stellen fest, dass das Arbeitszimmer irgendwie total unordentlich ist. Genau. Das Büro der perfekten Hausfrau ja, genau. ist irgendwie ja. durchwühlt. Ja. ja, oder zumindest also erstmal glauben sie ja unordentlich. Ja, ne? Unordentlich, bis wer ist das, Patrick oder Kenneth? Ich weiß es nicht. Patrick sagt dann, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Und Justus ist sofort herrlich angeknipst. Ne? Der ist in seiner Tonlage sofort eigentlich auf Notfall. Mhm. Total geil, von ja. 0 auf 100. Das Zimmer ist durchsucht worden. Ja. Ich mag ja, welches ist die dominierende Stimme von den Brüdern? Ist das Patrick? Ich glaube, das ist Patrick. Ja. Ich mag den nicht. Das ist nicht für mich Kenneth, das ist die Originalstimme. Mhm. Und ich glaube, es ist ja so, dass in den Hörspielen, meine ich, Kenneth und Patrick von derselben Stimme gesprochen werden. Nur immer ein bisschen anders. Ist das ja, so? Oft hat, glaube ich, der Wolfgang Huber das ja. gemacht. Irgendwie. Es gab auf jeden Fall wechselnde Sprecher, das hatte ich auch nochmal nachgeguckt. Ja. Und ich finde, dass dieser Patrick, der ist mir zu hell. Und Kenneth ist Lutz Mackensy. Oh, das ist wahrscheinlich kein echter Name, oder? Hm. Keine Ahnung. Kennen Sie? Naja. Aber die Stimme magst du nicht? Nee. Hm. Hat euch Patricks Stimme gefallen? Ich mag die nicht, die ist unsympathisch. Irgendwie, ja, echt? Was für okay. irgendwie, die haben irgendwie was so sympathisch, lausbubiges. So, ich mag die eigentlich. Ja. Naja, auf jeden Fall stellen sie fest, dass es da unordentlich ist, ne? Und sie werden direkt von hinten mit einem Gewehr. Ja. Der Mensch hat flink ein Gewehr im Anschlag. ja, so und bedroht sie damit. Und ja, geht davon aus, sie werden da eingebrochen und so, ne? Ist ja auch irgendwie verständlich. Und in Amerika hat ja sowieso jeder direkt eine Flinte. Also zumindest so in der Zeit, das ist ja irgendwie so Stereotype, ne? Irgendwie, du kommst irgendwo an und dann wirst du direkt mal mit einer Knarre bedroht. Ja. Aber ich meine, Justus ist immerhin so geistesgegenwärtig, dann schnell nochmal im Monolog abzuwägen, ob man denn jetzt die Polizei rufen müsste oder vielleicht doch irgendwie Mrs. O'Hara Bescheid gibt. Oh, Mrs. O'Hara. Es klärt sich dann doch schnell auf, das Missverständnis. Missverständnis. Wobei hier so cool ist, dass er ja... Er schaltet ja so um und schlägt diesen oberlehrerhaften Erwachsenenton an, der auch, finde ich, das bei Justus ist, was ihn immer so auszeichnet, dass er damit die Erwachsenen entwaffnet, die denken, dummes Kind. Ne? Mhm. Und dann ist dieses dumme Kind, legt einen eloquenten Redeschwall hin, wo du denkst, okay, alles klar, Herr Oberst. ja, so. Also, und das funktioniert ja auch ganz oft und das versucht er hier ja wieder. Ne? So. Und tatsächlich lenkt dieser Hammond ja ein und der erklärt ja, merkt ja, dass er ja? Er reagiert ja erst bei Miss O'Hara. Ja. Ne, so, dass ihm da halt dann, also, ne, so dieses, so, ach, alles klar, ne, die sind das. Ja. Wobei ich das ja wirklich auch seltsam finde, ne, logisch auch seltsam finde. Ja. Er sagt ja dann, klar, wir sind irgendwie eine Woche verheiratet und ne, mein Fehler, schön. Ich weiß aber, wer ihr seid, aus Briefen. Ja. Also er weiß dann ja sofort irgendwie Bescheid und kennt die drei. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, also sie haben ja anscheinend, also selbst, sie haben diese Briefe gelesen. Auch wenn die nicht an sie waren. Ja, aber sie haben auch, sich auch nicht angekündigt. Ja, ja. Also das ist ja auch, also es wird ja direkt am Anfang schon gesagt, als keiner da ist und so, wird ja direkt schon gesagt, irgendwie so, ja, weiß nicht, vielleicht doch besser gewesen, wir hatten uns angekündigt. Ja, was vielleicht zum guten Ton gehört. Ja, irgendwie schon, also ich meine, wer weiß, was die da gerade macht. Ja. Ich meine, das ist ehrlicherweise ist das auch irgendwie für mich ein Riesenkritikpunkt schon in dem Aufbau der Handlung überhaupt, dass das alles, also Zufall hast du da mehr als einen und das ausgerechnet die beiden jetzt beschließen, die Cousine, die sie seit Kindertagen nicht gesehen haben, jetzt zu besuchen, dass dann die drei Fragezeichen sagen, Mensch, ist doch cool, kommen wir auf jeden Fall mit. Ist auch schon irgendwie nicht ganz selbstverständlich. Und ja, also es ist so, dieses Sky Village, so heißt es im Buch, das ist ein sehr berühmtes Touristendörfchen irgendwie. Und da kann man wahnsinnig gut Urlaub machen, also eigentlich im Winter. Das ist ein Wintersportort und der ist wohl auch So wie man sich auch bei uns einen Wintersportort vorstellt, also oberverkitscht, ne? Und im Sommer sind dann alle weg. Mhm. So, ne? Und die drei haben irgendwie total Bock zu zelten und gehen deswegen mit denen da. Ne? Okay. Ja, es kommt dem Hörspiel halt so ein bisschen zu kurz. Es ist einfach so dieser notwendige Zufall, dass die natürlich mitkommen, weil es gibt ja auch nichts Selbstverständlicheres, als dass man zu einer Familienfeier sich kurz einklingt. Ja, vor allem, wenn zwei Gehilfen von irgendwo, genau. Ja, von ihr Arbeitgeber, aber ihre Cousine, die sie ewig nicht mehr gesehen haben. Das ist halt dann schon ein Stück weit seltsam, dass Joe Hammond sofort auch weiß, wer die sind. Ja. Ja. Ja, in Dämmerzeit, ne? Er denkt, jetzt muss ich was aufklären. Ich glaube, ihr seid Kenneth und Patrick, ne? Die grobschlächtigen Cousins meiner Frau, sagt er ja noch nicht, ne? Die fragen sich ja dann, die sagen, ja, also du kennst unsere Cousine? Ja. Dann kommt sie auch schon irgendwie dazu, ne? Ja. Ja, dann geht es da doch recht schnell. Ja. Wir haben letzte Woche geheiratet. In Lake Tahoe. Es wird wunderschön gesungen. Und er sagt so, Kathleen, du hast mir doch versprochen, dass du deinen Vettern schreibst, bevor wir nach Lake Tahoe gehen und so weiter. Ne? Das hätten wir auch singen können. Ja. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Oh Gott. Das war richtig schlimm. Peter sticht so raus mit seinem dreimal hoch. Ja? So. Ja. Da sieht man die kleinen Jungs. Das ist so ein bisschen altbacken, ne? Ja, oh Gott, ja, furchtbar. Ja, komm, dann feiern wir das jetzt noch. Treffen wir uns heute im ganz kleinen Kreis zum Abendessen, ne? Ja. Und ja. Aber es ist so, dass also Kenneth schon zu ihr sagt, hey, Kathleen, ich bin ja so froh, dass wir uns wiedersehen. Lass uns Gälisch reden. Nein, das versteht man nicht. Nein, will ich nicht. Ja, das versteht mein Mann nicht. Und das ist auch, finde ich, vollkommen verständlich. Macht man auch nicht, oder? Also man macht das dann nicht, wenn der andere das nicht kann. So, ne? Hast du die alte Senfgurke geheiratet? Die ist ja voll scheiße und so. Ja, nee, aber ich meine, ja gut, jetzt nicht den ganzen Abend. Er war vielleicht ein bisschen aufdringlich mit der Bitte. Es hätte sich, glaube ich, irgendwie so aus einem bisschen Ruhe beim Abendessen eher ergeben, mal ein bisschen auf Gälisch zu babbeln, als so direkt bei der Begrüßung sie damit zu überfallen. Oder er hätte irgendwas auf Gälisch zu ihr halt gesagt. Er hätte sie auf Gälisch gefragt, ob man nicht vielleicht ein bisschen Gälisch reden möchte. Im Buch hat er das gemacht. Im Buch spricht er sie Gälisch an und sie sagt, ja, nee, lass das mal. Okay. Und er versucht es dann nochmal und dann wird sie richtig sauer. Und sagt, hey, da habe ich echt keinen Bock drauf, lass das. Ja, so. Okay. Weil sie spricht ja tatsächlich kein Gälisch, aber sie erkennt das wohl, zumindest. Und ja, wird wohl Gälisch sein, wenn der... Ja, ähnlich wie sehr. Ja, das ist halt sehr risky. Der hätte ja sagen können, hör mal zu, du schuldest mir noch 1.000 €. Ne? So. Und sie hat ja inhaltlich gar keinen Bezug genommen. Ja, aber deswegen ist es ja auch klug von ihr, dann direkt abzubügeln. Ja, und eben zu sagen, nee, lass das. Ja, ja so... Ja, es ist auch im Buch kommt es auch deutlich heraus, dass der Hammond, dass sie überhaupt keinen Bock auf die hat, ja. Also, und der Hammond sagt dann, ach komm, nee, ihr bleibt dann hier, übernachtet hier und wir machen noch eine Feier und so weiter. Das ist im Hörspiel geht es so ein bisschen unter, geht ja auch die Initiative von ihm aus, aber da ist klar, sie hat null Bock, ja, und da sind die richtig angefressen drüber. Ja. So. Aber es sind eigentlich auch ungerecht, weil der Hammond sehr nett zu denen ist. Ja, ich meine, die hat schon schlechte Laune, ne? Die wird auch nachher nicht besser. Jo, das ist korrekt. Aber mit so einem Kladderadatsch möchte sich der Justus nicht abfinden, der geht gleich wieder, was eigentlich Sache ist. Nämlich Detektivmodus. Ja. Das Büro ist durchsucht worden und er spricht Kathleen drauf an. Ja, und sie sagt, oh, in den Briefen haben wir gesagt, dass ihr Detektive seid. Und Justus so, was? Nein, ich finde, du bist ein guter Detektiv. Ganz komisch, wie sie das sagen. Ja. Also ein bisschen von oben herab, ne? Ja, also auch irgendwie so. Unlogisch. Als müsste sie das, hätte sie das alleine auf einem Berg einsprechen müssen. Irgendwie so, dass ich entdecke keinen Bezug zu ihr. Ja, das hat sie aber nachher noch krasser, oder? Ne? Also die Stimme ist ganz oft schwierig. Ganz schwierig. Ja. Aber genau, es ist so ein bisschen dieses Tätscheln, ja, du bist ein feiner Detektiv. Das hast du gut gemacht. Ja, nee, aber auch so, das ist komisch, ich dachte, du wärst ein Detektiv. Ja, ist durchsucht worden, so, weißt du, so, ja, von mir, okay. Aber, sagt ja auch dann, ne, klar, aber im Prinzip kein Grund zur Sorge, weil mein Mann und ich haben das Zimmer durchsucht. Wir suchen nämlich einen Schlüssel. Und Peter stellt dann erstmal sein Licht ziemlich unter den Scheffel, indem er sagt, wir können helfen. Ach nee, Justus kann helfen. Ach so, weil Justus ist ja so, ne, der Clevere, der ist so toll. Ich liebe Justus. Und Bob zögert natürlich auch keine Sekunde, ihr die Visitenkarte in die Hand zu drücken. Und dann ist das Thema eigentlich erstmal durch. Und ja, Joe kommt mit der Idee, die Hochzeitsfeier zu machen und erstmal in Ruhe anzukommen. Genau. Und, weißt du was, wir haben noch nicht gefeiert, dann lass uns doch abends feiern. So. Nein, ja. Heißt ja, wir müssen zwar die ollen Pensionsgäste mitnehmen, die da noch da weilen, aber... Ich finde wohl auch den Justus da cool, den fand ich auch als Kind da irgendwie schon so toll, dass er sagt, nee, wir haben uns, also wir werden ja eingeladen aufs Zimmer irgendwie, ne, und nee, wir haben uns aber vorgenommen zu zelten und dabei bleiben wir auch. Also so klar und selbstbewusst und sagt, nee, nee, das wollen wir so machen. Nee, und auch zelten. Genau. Finde ich auch zelten. Cool. So, ja. Ja. Hinterm Haus zelten. Das waren nur Zeiten, als Kinder gerne gezeltet haben. Ja. Ja, ist ja heutzutage kriegst du auch nicht mehr drin. Ey, was haben wir oft bei meinen Eltern hinterm Haus gezeltet. Ah, jetzt dir heute eine App für runter. Ja, ganz ehrlich, das ist ja auch... Zelt-App. Da geht es ja auch wirklich nochmal darum, ob die Angst vor Bären haben. Und da kommt ja auch... Das können wir, ne, Bären spielen da eine Rolle. Und ich denke schon, das ist doch... da sind sie ziemlich locker, oder? Ja, Peter ist auch erstaunlich angstfrei, ne? Ja, ja. Also ich meine, so ein Bär, der, für den bist du doch trotzdem eine super Konservendose in so einem Zelt. Da. Und einmal Ratsch und kleiner Snack. Oder? Also... Ich glaub, wenn du die nicht reizt und so, dann... Wieso so den Bär ist ein Raubtier? Wieso frisst der keine Menschen? Naja. Ich glaube, der frisst schon Menschen, wenn du jetzt einen Bär triffst und vor dem rumzappelst wie doof und dich als Beute attraktiv machst, dann wird er auch auf dich drauf gehen. Ich glaube aber prinzipiell. Wenn du ruhig bleibst, dann wird der, glaube ich, auch irgendwie noch was nach appetitlicherem suchen. Ja, ich glaube nämlich, Bären... Ist das ein evolutionäres Konzept, das Erfolg bringt? So, Bären, solange es nicht vor mir rumzappelt, fresse ich es nicht? Nee, ich glaube einfach, Menschen sind für Bären prinzipiell jetzt eher mal ein bisschen zu groß. Okay. Naja, das würde Thema eines anderen Podcasts. Die fressen ja jetzt eher so einen Lachs, sag ich mal. Jo. Das ist ja schon ein anderes Kaliber. Die fressen auch so ein Rentier, oder? Also wenn es mit so einem Fischmeck in der Hand vom Bären ruft. Mit einem Lachs. Hast du schlechte Chance. Oder mit so einem Honigtopf. Nein, aber wer weiß, also ich hab mal gehört, Haie fressen eigentlich überhaupt keine Menschen. Also die beißen schon mal rein aus Versehen, weil sie die für Robben halten, weil Menschen scheiße schmecken. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Blut, ja. Ne? Ja, aber die stellen dann fest so, was ist denn das? Ist ja auch schade, weil dann würde ich zumindest gerne irgendwie aufgegessen werden. Also dann, ist das so? Also wenn die mich schon tot beißen und dann einfach aber auch so ausspuckt, das würde ich dann auch irgendwie weisen. Viel Erwischung und kleinen Zeh, ne? Da bist du froh. Naja, gut, das ist wie gesagt ein anderes Thema. Auf jeden Fall möchten sie bestehen darauf zu zelten, die drei Fragezeichen. Und bauen auch ihr Zelt auf, glaube ich schon. Ja. Und, so. Und die nächste Szene ist beim Abendessen. Und wir treffen Mr. Smethers und Mr. Jensen, die anderen Pensionsgäste. Geil. Stereotype. Mr. Smethers, Naturfreund, der sich weigert, Fleisch zu essen. Und das ist so geil, jeden Mr. anderen Jensen fertig macht. Der Jäger. Genau. Ja, für den nicht so wichtig zu sein scheint wie ein Stück Fleisch. So geil. Und ringfrei. Ja. Genau, ja, das ist ja auf jeden Fall die gute Stimmung schon vorprogrammiert. Ja. Es ist ja, ihr müsst ja überlegen, schöne Hochzeitsfeier. Jetzt mal ganz ernsthaft, das Buch ist von wann? 73 oder so? Ich glaube 76. Das Hörspiel ist von 1980. Ja, das Buch ist von 76. Und da das Thema, das sind ja Vegetarier, ist ja was ganz anderes als heutzutage. Ja, also, heutzutage willst du sofort einen Safe Space für Mr. Smethers beantragen. Ne? Ja, und heutzutage ist natürlich auch die Frage, was für eine Art von Vegetarier bist du? Genau, was ist das für eine Schmalspur? Ja, auf jeden Fall. Ich wäre dafür, kennst du Amputo-Karnivoren? Nee. Was? Das sind Menschen, die essen nur... Ist ein Postillon-Artikel. Aber nein, Amputo-Karnivoren essen nur Teile von Tieren, die aus medizinischen Gründen amputiert werden mussten. Okay, ja. Das hört sich aber stark nach gebratenem Tumor. Okay, komm, wir wieder. Ja, wir sind in drei Fragen beim Podcast. Ja, gut. Also nein, aber das fiel mir halt jetzt so aus meiner Erwachsenenperspektive dazu ein. Mich hat das aber damals, ich war als Kind auch Vegetarier zu der Zeit. Ach, ja. Ein Mr. Smethers. Ja. Deswegen war der mir sehr sympathisch. Ja, der Mr. Smethers macht ja den Jensen, der Jensen beschwert sich ja, dass er immer angemacht wird von ihm, dass er gleich nur, weil er Roastbeef mag oder weil er Steak mag, als Mörder abgestempelt wird. Und daraufhin sagt der Smethers, Tiere sind unsere Freunde. Freunde? So wie meine gute Freundin Miss Melody immer sagt. Ja, hast du, mein Zitat der Folge hast du damit gerade schon gefunden. Ach, verdammt, oder? Ja, das ist irgendwie, und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Das ist einfach für so einen Sticker auch sehr griffig. Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Kannst du was draufkleben. Wobei das gemein ist. Das ist super, oder? Also Kathy, die ja wirklich, also Kathleen, die so unsympathisch die ganze Folge durch ist, finde ich, da schon auch nochmal einen gleich reinsetzt, damit das auch so bleibt. Mhm. Sagt, ja, also die Kuh, die uns jetzt beliefert hat, die kannte ich ja nicht persönlich. Daher ist es nicht schlimm oder so. Aber ne? Damit hast du, glaube ich, so fast alle Positionen, auch so im gesellschaftlichen Diskurs, einmal durch. Ja, die verstehen doch. Also ich bin das beschwichtigt. Genau, sie beschwichtigt. Sie versucht da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Ruhe im Karton. Für dich habe ich Rahmspinat, Weizen, Kalbe und roh geriebene Karotten und jetzt Futter und vertragt euch. Ja, ich glaube, die will einfach nur Ruhe im Karton. Ja, klar, aber hey, wenn er sagt, Tiere sind unsere Freunde, dann meint er doch generell, Tiere sind unsere Freunde und nicht so, ja, aber die kannte ich ja nicht, deswegen durfte ich die fressen. Ja, nein, aber er sagt, uns Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf, weißt du, so, das war ja nicht meine Freundin, die Kuh, war ja, ne? Ja, eine Kuh. Die verarscht den, Leute, das ist doch ganz klar. Und ich meine, das weiß er doch auch. Die nimmt den halt auch nicht so ernst letztlich, ne? Und ich meine, er ist ja nun auch ein spezieller Typ. Ne? Ja, ist er. Ja, ist er. Ja. Aber gut, ich bin bekennender Fleischesser, ne? Aber ja, trotzdem auch, aber muss man ja irgendwie auch Respekt haben für Mr. Smethers. Er zieht das durch. Ja. Und irgendwie einen Punkt hat er. Ja. Ne? Er ist auf jeden Fall der Exot der Folge, kann man ja mal sagen. Ne? So. Ja, damals war das halt auch lustig. Sehr exotisch auch eher. Ne? Ich finde ja auch, er ist so das Gegenstück zu Miss Melody, oder? Also so. Ich habe auch nachgeguckt, ob die Carey, ob die Perlenvögel geschrieben hat, weil wieder ein Umweltschutzthema so mit reinkommt. Aber nee, hat sie nicht. Ich hätte es schwören können, dass Miss Melody und er sich kennen. Die würden sich auch gut verstehen. Ganz bestimmt, Halleluja. Freunde essen sich nicht gegenseitig auf. Das ist super geil. So auf die Fresse einfach. Ja gut, aber Justus hat ganz andere Sorgen, nämlich die Baugrube, die ihm ins Auge fällt, wo er sagt, was ist denn da los? Und total naheliegend soll da ein Swimmingpool gebaut werden, sagt Joe Hammond. Aber darüber könnte sich auch nicht wirklich lange unterhalten, weil dann Rumpumpel ein Bär. Ja. Und der Hammond will rausstürmen. Nee, er stürmt sogar raus. Mit Gewehr. Mit Gewehr. Und das geht so ein bisschen unter, ne? Also so, was dann wirklich passiert ist. Das Beispiel nicht sehr genau irgendwie. Ja. Ich habe das Buch nicht gelesen. Darf ich es versuchen? Ja. So, also er stürmt raus mit seinem Gewehr, was ein Betäubungsgewehr ist, worüber Justus sich später wundert. Irgendwie andere hinterher, aber wer genau jetzt zuerst und was weiß ich, man hört Gerumpel, ein von einem Bär und dann hörst du ein Oh! Ja, so und du bist ja viel weiter. Ja? Das ist schon wie Jensen, als du das Dach kriegst, oder? Ja. Nee, das sind wir noch gar nicht. Wir sind ja jetzt da. Dass der Hammond stürmt raus. Ja. Und es ist so, dass im Buch ist der, so wie man es auch denkt, die liefern sich ein Wettrennen, der Smethers und der Hammond. Ah, ja, stimmt. Und der Hammond, der Smethers ist vor ihm draußen und springt vor ihm rum. So, ja. Springt vor ihm rum, vor der Knarre. Und du bist ein Zweiter. Ne? So. Aber das, genau. Ja, dann schießt er daneben und vorher schreit schon der Smethers, hau ab und so. Und der Und da kommt erstmal Justus mit dieser wirklich sehr seltsamen Bemerkung, dass sie einen neuen Fall haben, was er wirklich zu dem Zeitpunkt auch völlig irgendwie sinnfrei erscheint. Ja, weil er sieht, dass er ein Betäubungsgewehr hat und kein echtes. Was will er den Bären betäuben? Das ist das, was Justus auch ist. Ja, kein Fall. Das ist kein Fall. Im Sinne von, da kannst du fragen. Ja, also die drei Fragezeichen und das Geheimnis von dem Betäubungsgewehr. Die drei Fragezeichen und die Frage, die sie mal stellen mussten. Das ist so, Entschuldigung, warum? Nee, finde ich auch nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Weil es macht ja im Zweifel Sinn zu sagen, weißt du was, ich will den jetzt nicht umbringen, den Bären. Ich will einfach nur, dass der hier abhaut. Das ist plausibel. Ja, du könntest den im Prinzip, also ich meine... Dann liegt der da betäubt rum. Ja, und dann schleifst du den halt irgendwo anders hin, weißt du? So, das ist wie eine Lebenmausefalle. Ja. Nur ein bisschen umständlich. Also, jetzt alle anpacken, wir schleppen den 250-Kilo-Bären, Wir schleppen jetzt mal ganz hoch auf den Berg an. Also, wenn wir so Tierfreunde sind. Ja. Aber ich meine, wir sind wenigstens nicht die Einzigen, die sich fragen, was Justus meint, ja, weil Peter sofort die Frage auch stellt und Justus dann ja auch die Antwort gibt. Ne? Von wegen klar, es geht um diese Baugrube. Ja, warte mal, geht bei der ganzen Sache nicht auch irgendwie noch eine Kamera kaputt? Ja, das kommt halt noch. Ja. Das ist genau die Szene, die du schon im Kopf hast. Jetzt werfe ich das schon total durcheinander hier. Was ist denn los? Das passiert allerdings auch mehr oder weniger jetzt direkt im Anschluss. Also, ja. Das ist jetzt quasi irgendwie am Abend später. Die drei unterhalten sich und Peter sagt, wieso haben wir einen neuen Fall? Ja. Und Justus sagt ja, das mit der Baugrube ist schon irgendwie echt schräg. Und, ja, Kenneth und Patrick haben sie beauftragt. Stimmt. Haben gesagt, dem Ehemann unserer Cousine mal bitte auf die Finger, weil das scheint irgendwie ein komischer Freak zu sein. Der ist schnell an der Waffe und der verplempert vielleicht das Geld unserer Cousine. Schnapsidee ist mit diesem Schwimmbad. Ich finde das auch ziemlich übergriffig und ein bisschen sehr misstrauisch. Also ja, finde ich auch. Also macht die auch für mich nicht wollen. Sinn, so, was Patrick und Kenneth da sofort für Misstrauen haben. Also ob da ein Fall ist oder nicht, für mich hört sich das nach wie vor nicht nach dem Fall an. Ja, ich finde auch, aber das ist so ein bisschen, das ist so, also es passt jetzt nicht mehr so in unsere Zeit, finde ich. Also das ist jetzt so, so patriarchalisch. Wir müssen aufpassen, dass du in gute Hände kommst. Vor allem, die haben sich seit Kindheit nicht mehr gesehen. Was haben die damit zu schaffen? Ja, das ist also verletzter Stolz. Ne? Die nimmt sich wenig Zeit, die redet kein Gälisch, und was ist denn mit dies doof? Ja. Also da nicht mal die gucken, weil ihr seid Detektive. Weil die kann ja nicht doof sein, muss ja der sein. Genau. Die mag ihren Ehemann viel lieber als uns. Da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Detektiv, sondern eher, weiß ich nicht, mal so ein Sozialarbeiter to go oder so. Ne? Aber ja, also gibt's auch eine App. Ne? Aber sie fragen sich natürlich auch, was soll das mit diesem Betäubungsgewehr? Wo ist der tiefere Sinn dahinter? Ne? So. Zumal er ja anscheinend, also im Buch wird es deutlicher, er hat ja ein echtes Gewehr, besitzt er auch. Ja. Also es ist nicht nur im Mangel, aber man würde ja sagen, oh, ich habe nichts anderes. Dann lieber ein betäubter Bär als gar keiner. Als ein Lebender. Moment. So. Dass man ihm das vorwirft, dass er irgendwie den Bär nicht töten will. Schon. Ja. Mensch, schon drückt doch richtig ab. Ja, dann sehen sie vom Zelt aus, wie Licht im Büro ist und wie der Hammond anscheinend dieses Büro aufräumt, was Peter zu der Bemerkung hinreißen lässt, dass er nicht versteht, dass das die Kathleen nicht selber macht. Ach ja, genau. So. Hallo, da habe ich jetzt auf dich gewartet. Das ist jetzt hier Gender-Thema. Was soll ich denn da noch sagen? Das ist schon so, dass wo man denkt, klar, wo wohnt ihr denn? Na, aber ich meine, es ist 1973. Ne? Ich meine, dass er dieses verschissene Büro auch aufräumen kann. Aber das ist, alle glauben nicht so sehr an diese Ehe. Ich meine, wenn es ihr blöder Ehemann ist, ist doch klar, dass der ihre Sachen aufräumt. Dann hat man das doch nicht. Also man verheiratet doch nicht und sagt dann, ja, aber Finger weg von meinen Sachen. Ja. Na, so. Das macht man aber nicht. Hast du das nicht so? Nee. Also bin ich schon streng. Also. Ja, aber lässt du meine Unterhosen in Ruhe? Ja, und während sie dem so zugucken, passiert das, was Hanno gerade schon angedeutet hat. Der Bär kommt nämlich wieder. Und dann gibt's dann. Das ist so Blair Witch Project mäßig, ne? Irgendwie. Die sind ja anfangs noch im Zelt, glaube ich, ne? Wieder. Und wir haben dann so dieses so und das ist für mich voll Blair Witch Project. Weißt du, so du machst das Zelt auf. Ja, und Justus sagt, ganz ruhig, nicht reizen. Super, total gut. Und man hätte dann direkt, also das wäre ja super gewesen, so ruhig, nicht reizen. Hau ab, Patz, aua! Genau, ja. Ja, aber es geht ziemlich schnell. Man sieht eigentlich nur einen Blitz. Ja. Und nimmt an, es ist Jensen. Sie sind sich ziemlich sicher, dass es Jensen ist. Wir haben ihn vorher sogar gesehen, dass es Jensen ist. Und dann hört man aber auch sofort den Jensen schreien, wenn er niedergeschlagen wurde. Ja. Genau, und dabei ist eine Kamera zu Bruch gegangen. Ja, und der Joe Hammond rennt ja auch raus. Der rennt auch raus, Oh, man trifft sich, ne? Genau, Jensen geht zu Boden, das ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Der kriegt irgendwie eins übergebraten. Ja. Nackenklatsch. Schlache Nacken, Alter. Ja, und auf Jensen sein Nacken. Im Buch ist es tatsächlich so, die denken, es sind zwei Bären tatsächlich, weil der Bär flieht und etwas anderes flieht in die entgegengesetzte Richtung. Aha. Ja, so. Ja, da kriegt man nichts mit. So. Und das soll auch das, also das ist dann, was man zu dem Zeitpunkt meint, was dem Jensen auch einen Nackenklatscher versetzt haben soll. Ja. Okay. Ich meine, für Jensen ist ja auch sofort klar, dass das kein Bär war. Er beschuldigt ja sofort Mr. Smethers. Nee, ja, oder? Doch. Ne? Ziemlich zügig auf jeden Fall. Ja. Beschuldigt er ihn. Auch, ja. Ja, so. Ja. Weil er sich das als einzig erklären kann. Er weiß nur, das war kein Bär, weil mein Nacken ist noch an meinem Kopf dran. Ja. Was bei einem Bär tatsächlich ja vollkommen... Wie soll den Bären Nacken... Ja, aber das sagt der Hammond ja auch, ne? Also so, seien Sie mal froh, dass Sie noch leben hier. Die meisten Leute, die von einem Bären vertrimmt worden sind, sehen anders aus. Ja. Und sagen, genau, vertrimmt! Ja. Das ist der richtige Ausdruck. Ja. Ne? So dieses, nicht mal ein Kratzer am Nacken. Beschwert sich einmal groß und geht dann schmollend ins Bett. Ja. Und dann ist auch irgendwie egal. Sein will ich jetzt nicht mehr. Der ist richtig sauer, weil er weiß, er hat ja den Bären im Sucher. Ja. Ne, er wusste ja, der steht da und dann kriegt er von hinten einen Nackenklatscher. Ja, er hat wahrscheinlich sogar ja auch schon ein Foto gemacht. Ja, wo der Bär wahrscheinlich drauf ist. Ja, richtig, genau. Aber das soll ja auch nicht. Ne? Also deswegen Kamera auch kaputt. Ja. Ne? Ja, und ich meine, wer sich ja auch verdächtig macht, ist ja der Smethers. Der Smethers sagt ja, naja, nachts soll man schlafen und nicht unschuldige Tiere fotografieren. Ja. Wo ich finde, da geht die Tierliebe sehr weit, ne? So. Ja, nee, aber unschuldige Menschen oder irgendwie sowas, sagt er ja, ne, sollten um diese Zeit im Bett liegen. Ja, tatsächlich. Der ist halt auch der ist militant. Auch schon penetrant. Ja. Na, der ist auch militant irgendwie. Ja, es ihm noch so zu servieren, der hat gerade voll einen abgekriegt. Ich meine, da bist du auf 180, denkst du, das war ja der Sack. Also der glaubt ja, der Smethers ist wahr. Ja, aber der Smethers ist ja... Oder? Das war auch. Aber der Smethers ist ja auch, das ist ein militanter Typ. Ja. Auf jeden Fall, das ist ein militanter Tierschützer, der geht auf jeden Fall auch Verletzte, also der nimmt Verletzte in Kauf. Nur mit dem größten Tier hat er kein Mitleid. Ne? Ja, richtig. Ja, aber ich meine, das Streitgespräch löst sich dann so ein bisschen schmollend auf und Justus sagt, ja gut, keine Ahnung, wir müssen uns morgen im Tageslicht die Spuren nochmal angucken, um zu checken, was war hier los, ne? Ja. Ja. Wo ist der Bär hin? Aber dazu kommt es nicht. Denn am nächsten Morgen ist Hammond schon ganz früh wach und fegt den Hof. Und da ist ja klar, irgendwas ist er im Busch. Weißt du, erst räumt er Zimmer auf, dann fegt er einen Hof. Ja. So was macht man doch nicht. Nee. Ja, und wenn sie anscheinend so geknickt aussehen... erlaubt ihnen dann Kathleen doch diesen Schlüssel zu suchen und sie krempelt ein bisschen im Büro rum. Was für ein Quatsch oder so. Ja. Zur Aufmunterung dürft ihr nach dem Schlüssel suchen. Yippie! Schon. Das erste Mal ist sie irgendwie ein bisschen nett. Das ist auch irgendwie so ganz komisch. Ja. Man weiß es nicht so. Aber das ist vielleicht, weiß ich nicht, dass die als Kinder doch nicht ernst genommen werden. So. Aber dass sie tatsächlich die Dienste nicht abgelehnt hat, weil sie was zu verbergen hat, sondern weil sie dachte, ey, du dummes Kind. Dich brauche ich jetzt nicht auch noch, dass mit deinen Schokoladenfingern hier an meinem Schreibtisch rumtapst, ne? So irgendwie. Naja. Aber sie finden ein Notizbuch und dann daraus geht hervor, dass sie ein nicht unbeträchtliches Vermögen von $10.000 auf der Bank hat. Ne? Wie viel genau? Das wollte meine Quizfrage. Also ich wusste es natürlich. Ja, aber das... Hast du auswendig gelernt? Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich bin ja auch ein Fuchs, ne? Ja. Aber du kannst die Frage natürlich gerne nachher stellen und ich tue ganz überrascht. Du kannst sie richtig beantworten. Da brauche ich mir schon gar keine Gedanken mehr zu machen. Alles gut. Aber ist das, ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, aber ist das wohlhabend, wenn man $10.823 auf dem Konto hat? Ist das schon ein nicht unbeträchtliches Vermögen? Denkt an unsere Diskussion, als wir überlegt haben, wie viel Geld ist was im Drei-Fragezeichen-Universum. Ja. Das war 1973. 100.000! Ja, eben. Die Frage, was hat August gekriegt oder so, ne? Also was ist viel Geld? Und ich glaube, dass 10.000 schon... Was kriegst du dafür heute? Ein Quadratmeter Altbau in Aachen? Also, irgendwie die unterstellen dem Joe Hammond ja schon einfach, dass er da ein übles Spiel mit der Cousine spielt, weil er hinter ihrem Vermögen her ist. Und da denke ich so, da ist... Weiß ich nicht, für mich wäre das zu wenig. Also da ist meine kriminelle Energie noch nicht geweckt. Gut. Das ist gut. Aber das hat wohl mehr mit mir zu tun. Ja, ich meine, der ist auch im Buch, wird er nicht so detailliert beschrieben, dass man irgendwie das Gefühl haben könnte, dass er schmierig wäre oder so. Es wird ja irgendwann im Hörspiel auch erwähnt, er sei blond. Für mich ist er nie blond. Ist er für euch blond? Habe ich mir überhaupt keine Gedanken. Im Buch sagen die, der blonde Mann. Eher dunkelhaarig. Also wie, für mich sieht er aus wie der Synchronsprecher Volker Brandt. Für mich ist er so erkennbar. Ja. So. Für mich hat er irgendwie noch nicht mal ein Gesicht. Ich weiß es nicht. Er hat so eine charakteristische Stimme. Aber ja, also er ist unsympathisch, aber ich denke auch, es ist so... Es ist alles noch so halb sein. Warum? Und dann wollen sie tatsächlich ernsthaft... Wieder total übergriffig. Oder? Kreditauskunftei anrufen, was ja erstmal... Aha, gilt das überhaupt? Aber anscheinend wusstet ihr dieses Wort Kreditauskunftei? Ich kannte das vorher nicht. Also als Kind nicht, als Kind kann ich so. Kreditauskunftei. Kreditauskunftei. Ich dachte auch, da sei irgendwie ein Fehler drin. Aber ja, gibt es. Bankenschutzverband. Ja, gibt es. Aber ich finde das schon wirklich auch übergriffig, dass sie sagen, hey Bob, schalt mal deinen Vater ein, der soll dann wieder hier seine Kontakte spielen lassen. Das geht halt gar nicht und, so. Also, ich meine, die reden da gerade irgendwie, die glauben ja auch noch da, also die reden ja über Verwandtschaft. Ja, nicht über ihre, ne? Ja, trotzdem, aber von Patrick und Kenneth. Also wäre ich Patrick und Kenneth, dann würde ich aber auch, also... Ja, ich meine, Privatsphäre, Datenschutz... Ja, aber die wollen das ja. Also ich meine, wenn die jetzt hingegangen wären, hätte ich gesagt, hört mal zu, eure Kathleen, wir glauben schon, dass das echt eine dumme Schlampe ist, ja. Da hätte es wahrscheinlich schon ein paar hinter die Ohren gegeben. Aber so sind sie ja, beschützen sie die ja. Indem sie sagen, Hammond ist der Böse. Ja. Ich meine, diese Kathleen O'Hara, die soll ja eigentlich die geschäftstüchtigste der ganzen O'Hara-Sippe sein. Ne? Da ist ja vielleicht auch... Und dann kommen da zwei dumme Schrottplatzarbeiter vorbei. Ja. Und sie baut sich da weiß Gott was auf. Ja. Im Buch wird auch klar, die hat vorher dies gemacht und dann das. Und dann hat sie von dem Geld das aufgebaut und so. Also voll die Selfmade-Frau. Ja. Und die zwei arbeiten auf Schrottplatz und erzählen ihr aber... eigentlich, was sie tun und lassen soll, das ist schon, es ist übergriffig, muss man sagen. Ja. Ja. Ist mir als Kind überhaupt nicht aufgefallen. Nee. Ja. So. Ist ja auch so, weil man, ich meine, die drei Fragezeichen haben einfach immer hehre Motive, das heißt, da unterstellt man auch nicht, dass das vielleicht eine Nummer zu viel, schräg oder übergriffig ist, weil als sie Kind natürlich letztlich immer irgendwie gerechtfertigt handeln, weil sie es gut meinen. Als Kind wird man selber oft manchmal komplexer übergriffig behandelt. Ja. Das ist ein normales Gefühl als Kind irgendwie. Ja. Deswegen fällt einem das als Kind auch nicht auf. Ja. Im weiteren Verlauf erfährt man noch, dass Kathleen, und das ist wichtig für die Geschichte, alles bar bezahlt, kein Scheckbuch hat und deswegen diesen Schlüssel so dringend braucht, weil er zu einem Schließfach in der Bank gehört, wo sie ihr Bargeld holt. Und ohne Bargeld kann sie nichts bezahlen. Ja. Schon ein bisschen strange und Bob wundert sich da auch nicht zu Unrecht. Dass er sagt, warum ist sie denn jetzt so aufgebracht? Weil normalerweise würde ich jetzt da irgendwie bei der Bank anrufen und sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Zweitschlüssel, ich brauche irgendwas, aber davon kann ja jetzt die Welt nicht untergehen. Ja, aber ich meine, was das kostet wahrscheinlich schon viel, gell? Ja, wahrscheinlich so 10.000. Ja, habe ich ernsthaft drüber nachgedacht, ob das nicht die Hälfte des Vermögens zumindest auffrisst. Ne? Ich meine, so ein Bankschließfach. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du gehst zur Bank, du hast einen Personalausweis, das ist dein Bank. Schließfach und du kannst halt klar machen. Einen neuen Schlüssel und so. Das muss ja ein alter dann ausgetauscht werden, neues Schloss. Ja, dann kostet er vielleicht $823. Ja. Dafür suche ich aber schon noch ein Weichel für 823 $823. Ja. Warum finden die drei Fragezeichen den Schlüssel eigentlich nicht? Sind die doof? Na gut, sie suchen ja im Büro. Und, ja, gut. Sie suchen jetzt nicht. Und in Spoiler, sie suchen jetzt nicht unterm Betten. So, ne? Ja, oder in den Zimmern von anderen. Ja, nein, aber mal ehrlich, wenn ich einen Schlüssel suche, ja, wobei ich meinen verlegt. Guckst du jetzt ja nicht, ob der unters Bett geklebt ist. Ja, also aber würde man vielleicht sogar noch unters Bett gucken, ob er da irgendwo auf dem Teppich ist. Ja, aber ich meine, aber mal ehrlich, so ein bisschen, aber so Schlüssel unterm Bett ist ja schon ein bisschen so wie unter der Fußmatte, ne? Ja. Ja. Also spätestens seit Manic Mansion. Aber die suchen ja auch ein bisschen halbherzig nach diesem Schlüssel. Die schnüffeln ja eher in anderen Unterlagen rum. Als stimmt, die wollen ja eher wissen, wie reich die ist. Die gehen ja von verlegt aus. Die anderen wissen ja wahrscheinlich schon, dass er versteckt wurde. Und da denke ich eher, wieso guckt man mal nicht ein bisschen genauer? Ne? Ja. Klar, okay. Ey, anscheinend ist es eine Woche her. Also es ist noch nicht so lange. Die suchen noch kein halbes Jahr nach diesem Schlüssel. Wo man dann irgendwann mal sagt, jetzt reicht's mir, jetzt zerlege ich das Bett hier. Nee, wenn man irgendwann mal sagt, boah, eine Woche, ey, jetzt reicht's mir, ich wechsle mal das Laken. Ja, das ist ja, okay, das ist natürlich... Schweine. Deswegen das saubere Pärchen, das da drauf, ja. Ja, ja. Spaziergang in der frischen Luft. Genau. Ja. So, Themenwechsel. Genau, die gehen nämlich spazieren und treffen dann, da bin ich gespannt, ob das im Buch anders ist, diesen Mann von der Tankstelle. Aber den kennen sie schon. Genau, im Hörspiel scheinen sie den schon zu kennen. Ja, den kennen vorher sie auch, weiß man nicht. Doch, die haben vorher waren sie an der Tankstelle, weil... Das sagst du so. Also im Hörspiel nicht. Nee, im Buch. Entschuldigung. Ah, im Buch. Okay. Im Buch ist es so, sie sind da vorher an der Tankstelle ganz am Anfang, erkundigen sich nach Kathy und so, ja, wo okay. die wohnt. Und dann Gut. sagt er, ah ja, und so weiter. Dann werdet ihr noch ganz viele Überraschungen erleben, weil der weiß, dass sie verheiratet ist. So, ne? Ah, okay. Das so. Hatte ich mir nämlich fast gedacht, dass der im Buch schon mal irgendwie auftaucht, weil das im Hörspiel echt komisch ist. Hm. Aber komisch ist er auch irgendwie trotzdem so. Ne? Ja, er erzählt halt so. Und sie sind ja, also im Buch wird das klar, sie sind auf diesem Zeltplatz. Man muss sich das vorstellen. Dieses Dorf ist da, dann gibt es ein kleines Wäldchen, dahinter ist ihre Pension. Also, aber das ist immer noch im Dorf. Ja, so. Während ich immer, wenn ich das gehört habe, gedacht habe, das spielt ganz weit JWD. Nebenberg. Ja, ja, so ähnlich, genau. Aber das ist noch im Dorf. Und hinter ihrem Dorf ist ein Skilift, den hat sie selber gebaut. Im Winter bewirtschaftet sie da diesen Skihang, ja. Und dahinter ist ein Zeltplatz, so. Und der ist öffentlich. Und sie sind gerade im Moment auf diesem Zeltplatz. Und der Typ, ja, und dieser Typ räumt da auf, weil dieser Zeltplatz, die Leute tauschen sich darüber aus, wie gut ist der Schuss. Und er lebt davon im Sommer. Dass da Leute auch zum Wandern sind. Ja, ja, und deswegen auch so dieses, die Leute sind hier, haben ihren ganzen Müll hier gelassen und so, Wenn er den Zeltplatz aufräumt. Wieder so ein Umweltschutzthema, ne? Ha, stimmt, genau. Die bösen Leute haben den ganzen Müll hier gelassen. Die Leute aus der Stadt, ne? Ja, das ist auch ganz klar wer, nämlich die anderen. Die Leute ja noch viel besser. Das ist ja so lapidar, ne? Aber da kommen wir noch drauf. Ja, und der fragt sie, ob sie auf den Monsterberg wollen. Dann sagen die, Peter, nein! Oh, nicht schon wieder. Wie so ein Reflex. Ja. Und er zeigt auf einen alten Turm, der irgendwo in der Ferne ist und sagt, das ist der Feuerturm auf dem Monsterberg. Ne? Mhm. So. Ja. Und früher hätte man sich erzählt, dass da Riesen leben würde. Und auch ein Trapper hätte mal, ein Fallensteller hätte mal erzählt, ich habe da Fußspuren gesehen. Und schließlich und endlich hätte es mal einen Einsiedler gegeben, das wird im Buch nochmal ein bisschen deutlicher besprochen, sei also ein junger Mann gewesen, der wäre so voll ökomäßig drauf gewesen und hätte gesagt, hey, ich suche absoluten Frieden und Freiheit und deswegen gehe ich da hoch in den Berg und wohne da. Und dann hat er sich da eine Hütte gebaut, irgendwann kam er runter, das ist volles Monster, ciao, und ist abgehauen. So. Und seither erzählt man sich halt, dass es da ein Monster gibt. Ne? Und mein Bob ist da cool irgendwie abgeklärt, erstmal gesagt, ja, das hört sich aber an wie so ein Scharmärchen, was Eltern erfinden, damit die Kinder parieren. Irgendwie fand ich irgendwie cool. Ja. Und der Mann sagt, ja, kann schon sein. So. Ja. Wahrscheinlich sogar irgendwie, ne? So. Ja. Dann kommt ja eigentlich meine Highlight-Szene. Sie begegnen Mr. Smethers. Ne? Der kommt gleich aus dem Gebüsch gelaufen. Die beste Szene, ja. Und so. Und irgendwann, wenn sie so mit ihm reden, bemerken sie, Moment mal, der hat einen Stinktier am Arm. Ja. So, und werden voll panisch. Ja. Und dann ist mir nochmal eingefallen, dass ich mich als Kind schon gefragt habe und mich bis heute frage, was ist denn so schlimm an einem Stinktier? Ich meine, das stinkt. Das sprüht Sachen, die stinken. Ja. Aber es ist irgendwie, ich meine, du ziehst es aus, tust es in die Waschmaschine. Ist das jetzt so fies? Weil alle sind nur so panisch vor Stinktieren. Ja. Ist das irgendwie ätzend oder... Das stinkt halt. Weiß nicht, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist halt unter Umständen schon so ein Gestank, den du nicht einmal mit Waschmaschine so von dir auch abkriegst. Aber, kann gut sein, aber das ist ja jetzt auch nichts wirklich Gefährliches. Also ein Stinktier ist jetzt für mich nicht das klassisch gefährliche Tier. Also hätte der jetzt eine Tarantel auf der Schulter, dann würde ich sagen, tu die weg, oder einen Löwen. Ja. Ja, so. in Filmen laufen alle immer fantomatisch weg. Schlimmer, aber in echt wäre Löwe wahrscheinlich problematisch. War. Ja, schon. Ja, aber es ist ja, also auch in Filmen laufen die Leute ja immer panisch weg, wenn ein Stinktier kommt. Da können wir halt einfach einen sauschlechten Ruf. Ne? Ja. Ja, und hier auch, auf jeden Fall sind sie auch sehr panisch, finde ich. Oh, ja, bitte, sofort weg. Tun Sie es weg. Und er belächelt sie, sagt, ach, siehst du, und haben sie Angst vor dir. Das wird ja jetzt auch, ich meine, eine ganze Symphonie gezündet. Ja, da geht los. Unglaublich, hat einen, irgendwie einen Bienenstock entdeckt, hat ein Stinktier auf den Arm. Ja. Und dann die Erdnüsse zum Anlocken. Genau, da hört seine Sympathie auf bei Bienen übrigens. Er wäre nämlich gern ein Bär, weil er diesen Bienenstock gefunden hat. Und dann würde den Bienenstock nämlich kalt machen. Das wäre ihm also egal. Ich meine, Tiere fressen sich nicht gegenseitig auf. Und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Tiere fressen sich sehr wohl gegenseitig auf. Aber sowas. Ja, aber ich meine, ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe schon gedacht, das ist doch wie meine Katze in unserer Wohnung meine Maus gefangen hat. Ich war ihr sehr dankbar. Ja, auf jeden Fall. Was sagt er? Ich liebe die Tiere. Und die Tiere mögen mich. Oder so. Ja, genau. Witzig, er unterscheidet. Ja. Ich liebe die Tiere mögen mich. Er hätte sagen können, und die Tiere lieben mich. Weiß ich nicht, können Tiere. Meinst du, das ist so eine Feinheit, die er da... Weiß nicht, was er... Wir wollten ja irgendwelche obskuren Verdachte aus dem Weg räumen. Ja, ich meine, vielleicht ist er ja auch Philosoph. Ja, irgendwas mit viel könnte schon sein. Ja. Philosoph ist. Philosophie. Hatten wir nicht beim letzten Mal auch schon irgendwas mit... Nee, komm, hör auf. Ja, Smethers ist schon komisch, oder? Ich meine, ganz ehrlich, ihr denkt doch auch, der ist der... Wie ist der dick für euch? Ja. Ja, finde ich auch, schon. Von der Stimme her. Ne? Also, ist er dünn, für mich ist er so ein dicker Peter Lustig. Ja, du bist ein dicker Dr. Snuggles. Ja. Aber genau, Latzhose, ja. Oder so Hosenträger. Oder diese Safari-Klamotten. Weißt du, so. Genau. Jack Wolfskin. Ja, aber so... aber was da alles so an Tieren, also das ist ja wirklich, also ich stelle mir diese Szene vor. Es geht richtig ab. Das müsste dann, also wäre das so in echt, ja? So, und ich laufe da so in echt rum, dann stelle ich mir das so vor, wie das jetzt auf einmal so zack zum Zeichentrick wird. Genau, ja, so Disney-Film. Genau, ja. Disney-Zeichentrick. Ja. Und dann kommen noch die Eichhörnchen an und fangen an, ein Lied zu singen. Wirklich. Eichelherr und Eichhörnchen, Stachelhörnchen, alle haben sich lieb. Ja. Total süß. Und er lockt ihn mit Nüssen, glaube ich, und fressen ihm da aus der Hand. Jetzt geht's los. Im Buch sagt er noch, ja, ich warne die ja. Nee, da sagen die ja, das ist doch aber auch gefährlich, wenn die jetzt zutraulich werden. Genau, die drei Fragezeichen sagen zu ihm, das ist jetzt aber auch gefährlich, wenn diese Tiere zutraulich werden zu Menschen. Dann sagt er, ja, ich sag denen ja, dass die das nicht dürfen. Ach so, ja, die verstehen mich. Ja, nur der Eichelherr, der nicht, der ist gierig. Das ist klar, der ist also auch irre, der Mann. Ja, das ist schon so an der Grenze von Exzentrik und Wahnsinn. Ne? Aber was ich total krass finde, eigentlich ist das genau wie du sagst, so Disney-Film, so ein bisschen Licht bricht durch die Bäume, die Geigen fangen an zu spielen. Aber in der Hörspielfassung, in der alten, ist da eher bedrohlich so ominöse Musik drunter, was ich irgendwie seltsam fand. Also eher so, da wird eher Spannung musikalisch aufgebaut, die da für mich nicht hingepasst hat. Ich glaube, da muss ich doch nochmal den Kassettenrekorder bemühen. Ja. Aber eigentlich ist das halt ein bisschen seltsame Szene, die halt nochmal deutlich macht, wieso Mr. Smethers tickt. Was ist der vom Beruf, würde mich halt mal interessieren. Also ganz ehrlich. Was ist der? Politiker bei den Grünen. Mit was verdient er? Also zumindest in den 80ern, weißt du? Also weil ich meine, du fragst dich ja bei so einem Pensionsgast dann auch, wieso ist der da? So, okay, Mr. Jensen, Tierfotograf. Läuft halt nur nie auf dem Berg rum, ne? Aber okay, ist Tierfotograf. Aber Mr. Smethers, was ist der vom Beruf? Ja, keine Ahnung. Tierschützer? Ja, Idealist einfach. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht ist er ja auch ansonsten. Das heißt, er kann die Miete nicht bezahlen. Ja, hat von seinem Naturführer. Geld die Erdnüsse. Parkwächter. Der führt keinen durch die Natur. Parkwächter. Ja. Förster. Frührentner. Parkwächter von so einem Parkplatz, weißt du? Vielleicht ist er auch einfach schon Rentner. Ja, könnte sein. Ja. Rentner mit viel Zeit in einer Mission. Ja, aber bleibt so im Dunkeln. Ne, könnte man auch mal ein Spin-off draus machen. Stimmt. Ja. Das wäre gut. Eine Folge über. Wenn es mal heißt, mit welchem sollen die nochmal zusammentreffen, die drei Fragezeichen, dann stimme ich für Mr. Smethers. Ja, aber wie gesagt, sie kommen aber, was viel spannender ist, sie kommen auf das Betäubungsgewehr von Mr. Hammond zu sprechen. Ja, ja. Ne? So. Und dann wird er ja sickig. Ja. Ja, so, dann wird er ja sauer und sagt, solange er einen Atemzug oder so. Ein Tropfen Blut in seinen Atem hat. Solange wird er das nicht benutzen. So, weißt du? Ne? Ein ambitioniertes Ziel ist. So viel Blut ablassen. Ja. Und der Justus fragt ihn dann ja, ob er weiß, wieso der eins hat, ein Betäubungsgewehr. Und der Mr. Smethers sagt dann, wenn ich euch das sagen würde, könntet ihr mir glauben. Und das wäre eine Tragödie. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, Teile der Wahrheit könnten die Bevölkerung verunsichern. Ja. Ja. Genau, da wusste ich auch dran. Ich wusste original dran denken. Ja. Da musste ich auch dran denken. Der hat bestimmt auch früher drei Fragezeichen gehört. Wer weiß, wer weiß. Ja. Aber Justus hat dann ja in dem Moment schon diese richtige Schlussfolgerung eigentlich, dass der Joe Hammond das Gewehr haben könnte, um ein Wesen zu fangen. Ja. Das hat er in dem Moment für sich schon so klar. Dass sie in dieser Gegend gar nicht vermuten. Also genau. Also etwas, also da ist schon der Bär nicht das Thema, sondern irgendwie ein fremdes Wesen. Ja, oder halt was Exotisches. Aber irgendwas Exotisches. Ja, und dann stellt er ja auch fest, dass mit dem Becken da, ne? Also dieses angebliche Schwimmbad. Dass die aussehen wie... Das erinnert ihn an die Tiergehege im Zoo von San Diego. Ja, genau. Kommt es später? Ja. Aber das ist auch so dieser Punkt, finde ich, wo klar wird, ja, okay, da... Ne? Also das ist auch schon das Gute an diesem Hörspiel. Es nähert so nach und nach so diesen Zweifel. Es hält dich bei der Stange, so kann man es sagen. Ja, weil du immer denkst, ja auch nicht lang und es passiert relativ viel. Also es geht schon zügig voran. Ne? Ja. Weil ich meine, das Schwimmbecken kommt jetzt schon insofern in den Fokus, als dass ja am nächsten Morgen oder wann als sie zurückkommen. Zement geliefert wird. Also kommt jetzt schon Augenmerk auf das Schwimmbecken, was da entstehen soll, weil natürlich die Kathleen, die Zementlieferung auch irgendwie bezahlen muss und die drei sich zu Recht fragen, wie das denn gehen soll, wenn der Safe-Schlüssel noch nicht da ist. Ja. Nur Justus weiß. Ja, Justus sagt, ich kriege dann auch wegen Unterschrift. Ja, ist alles kein Problem. Ja. Müsste ja eigentlich auch die... Sagt der Fahrer ja auch. Der hat ja auch eine coole Stimme. Der Fahrer. Der ist voll oft eine Stimme. Ne? Wie ist der dabei? Also wie der heißt? In seinen Unterlagen? Fahrer? Nee. Lieferant? Doch. Franz Josef Steffens. Den hört man oft, oder? Ja. Das ist auch so eine Märchenstimme. Ja. Auf jeden Fall ist der, finde ich, total toll irgendwie so. Und er sagt, oh ja, das muss jetzt nicht sein. Ihr müsst nicht extra ins Haus gehen zum Unterschreiben. Hier ist ein Kuli. Aber so ein ganz Patenter. Ne? Ja, auch total logisch und irgendwie nachvollziehbar. Weil der hat auch eine Latzhose an. Ja, stimmt. Eine blaue. Und Kathleen wird so unsicher und sagt, aber jetzt, wenn es irgendwie doof aussieht, nur für den Fall das, ne? Wollte ich im Voraus schon mal sagen, hallo, dann... Ich will mich ja nicht verdächtig machen, aber ich erzähle mit vielen Worten, ich mach grad Teig. Das normal ist. Und bei Teig, ne, da ist man ja bei den Fingern ganz schwach. Sehen Sie, wie kein Teig an meinen Fingern ist. Genau. So zittrig sind die schon. Der ganze Teig abgefallen. Ja, also wieder so eine blöde Ausrede. Ja. Also, blöd bist du. Ja, vor allem auch so, dann zeigt sie es ihm und sagt, ist es so recht? Nee, so nehme ich die nicht. Super Betrüger. Und dann ich schaufel den Beton wieder rein. Und der Hammond ist dann natürlich sauer. Ne? Zu Recht. Du bist blöd. Genau, mit deinem idiotischen... Aber sie ist ja so, dann auch sickig. Ne? Du bist blöd, nur du. Mit deinem idiotischen Ding, du bildest dir da Dinge ein, die es überhaupt nicht gibt. Natürlich, ich hab's doch gestern auf der Wiese gesehen. Aber die beiden sind verheiratet. Warum hat nicht Hammond als Hammond unterschrieben? Ja. Sie heißt ja jetzt auch Hammond. Ich glaube, Hammond hätte das Ganze auch eleganter gelöst, aber sie war ja irgendwie einfach schneller mit ihrem blöden, ich back gerade Brot, aber... Sie muss ja auch in der Bank nicht mehr als Kathleen O'Hara unterschreiben, sondern als Kathleen Hammond, weil sie ja jetzt so heißt. Ja. Ne? Also das schon an Fehler. Das ist halt nicht zu Ende gedacht. Das ist halt alles irgendwie auch von denen nicht zu Ende. Nee. Also siehst du, der Denken haben sie nicht. Ich frage mich manchmal, wenn ich so ein Buch schreiben würde, ob das dann auch nachher so wäre, möchte ich, scheiße, stimmt. Fuck. Ja, weil es passiert, es gibt ja immer was, ist ja nicht schlimm, aber es gibt ja immer was. Ne? Also ja. Der Hammond hätte zumindest auch unterschreiben können. Hätte ja auch keiner was gesagt. Es wusste ja jeder, dass sie verheiratet sind. Und damit darf er auch er unterschreiben. Es sei denn, er will nicht, dass er nachher den Zement an der Bank hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich die perfekte Gelegenheit, auch nochmal diesen Kniff da reinzubringen und diese unglaublich tolle Sequenz mit Hitchcock zu bringen, der ja dann einfach uns als Hörer nochmal so persönlich anspricht. Ja, und auch so dieses, ne, was ja schon im Klappentext steht, leider, ne, so dieses, diese erfahrene Geschäftsfrau sollte doch echt keine Probleme damit haben, ihren eigenen Namen auf ein Stück Papier. Sagt ja auch der Hitchi dann. Ja, ja. Genau, das ist halt so schön, finde ich auch. Ne? Und da wirst du dann halt mitgenommen, mit natürlich jetzt, also mit so erwachsenem Ohr ist das natürlich nicht besonders schwierig zu erkennen. Aber es ist dieser Hinweis auf die Kathleen Hammond. Ist also das die Kathleen? Ja. Sie freut sich. Ist sie das? Sie freut sich nicht, als sie kommen. Genau. Sie möchte nicht Gälisch reden. Ja. Sie ist auf einmal verheiratet und hat irgendwie auch keinem was gesagt. Sie schreibt ihren Namen irgendwie, sie lügt. Ja, um ihren Namen. Also ich meine, da verdichtet sich schon einiges. Ja. Aber hättet ihr, wir kannten ja die Folge schon vom Inhalt her. Ja, ja. Hättet oder könnt ihr euch noch zurückdenken? Seid ihr draufgekommen? Also oder werdet ihr draufgekommen, dass das nicht Kathleen ist? Ich weiß das noch, als wäre es gestern. Nee, Quatsch. Aber ich glaube schon, dass es so. Doch da in dem Moment, wo Hitchi das schon sagt, also wenn Hitchi sich schon einschaltet. Ich meine, du hast natürlich überhaupt keine. Das ist wie bei Bares für Rares, wenn der Horst reinkommt. Du hast natürlich überhaupt keine Ahnung, was sich da für eine Hintergrundgeschichte draus entwickelt und warum da wer was gemacht hat. Aber dass die Kathleen nicht die richtige Cousine ist, das glaube ich, hast du an dem Punkt schon. Spannend. Wobei Bob ist ja immer noch so, ich glaube, die Flitterwochen sind bei denen schon vorbei. Das ist auch geil. Das fände ich jetzt nochmal ganz interessant. Jetzt haben wir ja doch ein paar Leute, die uns kommentieren, aber wenn die vielleicht nochmal sagen, wie es bei ihnen war, ob sie sich erinnern können, als sie das allererste Mal gehört haben, die Folge, ob sie schon klar hatten, aha, das läuft darauf hinaus, die ist es nicht, das ist nicht die echte. Also nicht, dass sie in der Hütte irgendwo versteckt ist, aber ob, weil das würde mich doch interessieren, ich bin mir nicht sicher, ob ich das geblickt hätte. Ich erinnere mich nicht mehr dran, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Ich glaube, als Kind ist es nochmal schwieriger. Es ist auch so lange her, ob ich, also ich erinnere mich vielleicht daran, dass ich sie das zweite Mal gehört habe oder das fünfte Mal. Da wusste ich es natürlich schon. Das kann jetzt aber auch mal 30 Jahre her sein. Oder aber locker. Also mehr. Vielleicht für die, die uns zuhören. Ihr könnt ja reinschreiben, mit wann ihr die Folge ungefähr das erste Mal gehört habt und ob ihr es geblickt habt, wenn ihr euch daran erinnert oder nicht. Oder wie hat es ja auch jemand ganz spät gehört, mit 30 plus. Ja. Und konnte mehr kombinieren. Ich glaube, natürlich ein Kind hört erstmal hin und kombiniert gar nicht mit. Ja, so. Aber wäre schon auf jeden Fall spannend. Oh doch, das habe ich zu der Zeit dann auch bei Columbo schon gerne getan. Ja. Bei Columbo habe ich immer bei das erste nicht geguckt. Genau, Moment. Bei Columbo war ich ja mal total gut im Kombinieren bei Columbo. Nein, aber bei Columbo war es ja so, dass man entweder den Anfang, wenn man ihn geguckt hat... Du hast ihn nicht geguckt, das ist doch das Geilste gewesen. Nein, ich habe den aber extra nicht geguckt. Das ist wie bei Zimmerfrei Bilder die Augen zu machen. Okay. Aha, es gibt jetzt so eine Clique von Leuten, die absichtlich eine Viertelstunde später zu Columbo schalten. Ich habe immer eine Viertelstunde später zu Columbo geschaltet und dann mitgeraten. Man sieht immer den Täter, wie er noch so immer so schmollt oder so das komisch ist doch das guckt. Geil, du weißt, wer der Täter ist und du kannst dann sehen, wie er sich windet und wie. Ja, ich weiß, aber das wollte ich ja eben nicht. Ich wollte ja selber. Ungewöhnlich. Aber da war ich auch schon ein bisschen älter, also 12 oder so. Ja. Habe ich immer mit meinem Vater geguckt. Ja, cool. Kommt ja. Columbo auf jeden Fall. Kommt immer noch, ne? Auf ZDF Info oder? Nee, ZDF Neo läuft das noch. Ja, ist super, klar. Also irgendwie kann ich trotzdem nicht mehr gucken. Ich weiß auch nicht. Naja, gut. Ich kenne sie alle. Nein. So, also Bob bemerkt, bei denen sind die Flitterwochen wohl vorbei. Ne? Und sie unterhalten sich nochmal drüber oder konstatieren nochmal den Fall. Justus fasst es nochmal für Doofe zusammen. Hammond hat was auf der Wiese gesehen. Kathleen glaubt ihm nicht. Kathleen lügt. Sie hat gar kein Brot gebacken. Wieso? macht sie das. Ja. Ja, das ist nochmal so, hallo, stimmt irgendwas. Ja, und dann kommt auch direkt schon der Twist, dass er sagt, das wird ein Tiergehege. Genau. Es erinnert ihn an Tiergehege von San Diego. So, da ist auf der Kassette Seitenwechsel und vorher macht ganz komische Musik ja, okay. in der Bonversion. Und das habe ich als Kind schon echt sehr seltsam gefunden. Ja, und sie fassen aber noch den Entschluss, dass sie am nächsten Tag zur Bergwiese gehen wollen. Sie machen eine Wanderung. Ja. Oder ist es doch eine Monsterjagd? Hm. Einigen wir uns auf Spurensuche. Genau, ja, das genau. ist so süß. Ja. Es ist wie immer, das ist das Dauermotiv zwischen Peter und Justus, mhm. dass es irgendwie so verklausuliert sein muss, dass Peter mitgehen kann. Mhm. Ne? So, ja. Ja, also sie steigen auf den Berg und nehmen ein ominöses Ordnungsgerät mit. Ja, gleich drei. Ja, allem, das drei hat man davon. Halt, das ist nicht immer dabei. Ne? Ja. So, also das muss heißt heute sein. Handy. Ja, aber damals... Ja, und wie soll dieses Ortungsgerät eigentlich funktionieren? Von dem, was sie beschreiben, tut er das. Und? Ja. Ja, so. Kann ich auch. Piep, piep. Genau. Kannst mich orten. Piep, ja, das piep. Macht auch nicht mehr als das. Hey. Ja, also ich war da sehr enttäuscht im Hörspiel. Im Buch wird es etwas besser beschrieben. Und zwar gibt es ein Piepen von sich, das lauter und schneller wird, je näher man sich kommt. Jetzt ist die Frage, wer? Ne? So, noch. Außerdem hat es eine Skala, die anzeigt, aus welcher Richtung das Piepen kommt. Oh. So. Also wie so ein Kompass. Und wenn man nah am Gerät hilfisch sagt, also Hilfe. Ja. Dann leuchtet bei den anderen ein Lämpchen auf. Das ist also schon so gut wie Alexa, das Ding. Ne? Also, ach, Justus das selber gebaut? Also es ist schon so die eierlegende Wollmilchsau. Ja, ich weiß. Also ja. Justus baut diese Sachen doch selber alle, ja, oder? Ja, aber ja, auf jeden Fall, so funktioniert das. Das finde ich, das geht aus diesem blöden Dings gar nicht hervor. Irgendwie so. Na, sie trennen sich auf jeden Fall. Das Ordnungsgerät gibt ihnen eine scheinbare Sicherheit. So. Und sie gehen in verschiedene Richtungen, wobei Bob zwei Richtungen abklappert. Wollte ich gerade fragen, hast du eine Idee? Habt ihr eine Idee, warum? Also er geht erst nach Süden, und dann nach Westen. Nach Westen. Warum er diesen Schlenker macht? Oder warum das erwähnt wird? Ne? Vielleicht muss er um den Berg. Ja. Vielleicht muss er irgendwo drumherum, keine Ahnung. Ja. Aber im Buch ist es auch nicht. Also das ist auch so geplant sein. Nee, im Buch wird es auch nicht klar. Irgendwie. Ja, ich glaube, das ist so, das hätte auch genauso gut irgendwie sein können. Ja. Ist ja egal. Einfach ums. Da ist ja eh ein bisschen komisch drauf, weil er mit sich selber spricht. Ja. Das konnte irgendwie nicht anders gelöst. Weißt du, erst nach Süden und dann nach Westen. Ja, ja. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Bob. Ne, da ist eine Bodenspalte. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Kenner der drei Fragezeichen weiß es schon. Es ist kurz vor Bob kriegt eins auf den Kopf. Dass er ich habe geschrieben, er wird in die Spalte gestoßen. Aber es ist habt ihr es auch so? Ja, er fällt in die Spalte, weil er sich halt letztlich so erschrickt, ne? Ja. Genau. Ja. Er hört was, dreht sich rum. Ich muss mich getäuscht haben. Erschreckt sich tierisch und macht wahrscheinlich einfach einen Schritt nach hinten. Super geil, aber der Schrei ist schon extrem heftig. Ja, ja. Im Buch ist es auch so, er guckt, er sieht etwas. Also er sieht tatsächlich diese Monsterfratze. Ja. Ja, so, ne? Und man hört an der Stelle, das finde ich total cool, wenn er dann als Peilsender und so weiter, ja, und irgendwann kommt Justus dann dazu, right? Ja. Und er liegt da unten und ruft halt irgendwie und siehst du was? Und Justus sagt, ja, hier, riesen, unglaublich! Ne, so, und dann lange nichts mehr. Und dann ruft Bob irgendwie, Justus! Justus! Ja, er ist ja nicht verzweifelt, ne? Ja, das ist total geil. Du bist halt irgendwie als Hörer bleibst du halt bei Bob in dieser Spalte. Ja, genau. Und du bist wirklich, und das ist wirklich ein gruseliger Moment. Ja, das ist richtig. Für mich. Und wie er dann irgendwie sich wieder, er sagt ja vorher noch, kann das nicht, boah, das ist ja ein Riesenfußabdruck, kann das nicht auch ein riesengroßer Mensch gewesen sein? Und wie Bob dann sagt, so, wenn das ein Mensch war, dann zähle ich mich ab jetzt nicht mehr zum Menschengeschlecht. Genau. Aber wie er das sagt, du hörst genau wie im Stimmbruch der Bob ist. Das finde ich super geil. Also du hörst noch so diese jugendliche Stimme da drin so. Ja. Ja, also er sagt ja aber zum Anfang sagt Justus so, Bob, was hast du nun wirklich gesehen? Mhm. Da denke ich, was wir sagen. Ja, ja. Sagen, so, jetzt ist Peter weg, brauchst nicht mehr angeben. Ja, oder sowas, jetzt was ist der erste Schreck weg. Vielleicht, ne? So, jetzt ist der erste Schreck weg oder sowas vielleicht. Ja, vielleicht, auch, ja. Aber das ist tatsächlich, finde ich, das stimmt vollkommen, das ist so eine echt gruselige Szene, dramaturgisch, ein toller Kniff. Ja. 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 Also ja, aber Justus hat auch noch mal ein paar in den Nacken gekriegt und jemand hat dann alle Spuren verwischt. Nackenklatscher 2. Ja. Weswegen ich beantrage, dass der effektive, tolle Titel heißen würde, die drei Fragezeichen und der Nackenklatscher. Ja, weil da geht es ja darum, wer ist das? Eigentlich geht es ja darum, wer klatscht uns hier da unter den Nacken. Ja, so. Spock ist das. So. Ja, das wäre ein viel geileres Ding gewesen. Fragezeichen und der Nackenklatscher. Ja. Weil die Frage ist wirklich, wer ist das? Also es ist auf jeden Fall so, Justus kriegt auch eins ab und als er aufwacht, sind die Spuren verwischt. Ja. So, ne? Die Beweise für Riesenfuß, für Bigfoot. Genau. Ja, Peter kommt. Wer ist es? Wer hat die Spur? Wer hat ihm Nackenklatscher gegeben? Ja, Smethers. Selbstverständlich. Okay. Ich habe die ganze Zeit, bevor ich das Buch gelesen habe, ich gedacht, es ist das Scheiße. Das ist das Vieh. Monster. Und das intelligentes Vieh kann auch seine Spuren verwischen. Kann man Nackenklatschen. So. Nee, war aber tatsächlich der Nackenklatscher ist Smethers. Ja. Im Buch kommt es auch raus, weil der Smethers erzählt dem Hammond, dass sie einer von denen in die Felsspalte gefallen ist. Kann aber nicht wissen. Ja. Der später begegnet. So. Und da wissen sie, der Drecksack war's. Ja, ganz so friedliebend ist er dann nicht. Ja, er liebt die Tiere. Ja, genau. Und verteilt gerne ein Tier. Also, ist ja auch wirklich nicht ungefährlich, weil die sich ja offensichtlich auch in einer recht lebensfeindlichen, sehr kalten Umgebung irgendwie da aufhalten. Und wenn du da mal irgendwie ohnmächtig liegen bleibst und Co., hast du auch mal schlechte Laune bei. Ne? Mit so Abtreibungsgegnern, die lieben Flöten. aber Menschen nicht immer. Ja. Sie unterhalten sich, als Bob wieder oben ist, darüber. Justus beschreibt, das waren 40 cm große Fußabdrücke, recht große. Ja, aber Sie sagen ja auch nochmal letztlich, wie kann das denn sein, diese Fußabdrücke sind ja auch aus wie Barfußabdrücke, die wir da finden oben noch, aber hier läuft ja keiner barfuß rum, ist ja viel zu kalt, also irgendwie ist es schon auch seltsam. Ne? Ja. Außerdem ist das Smethers, dem würde ich das zutrauen. Ja, das ist auch, im Buch ist es sehr nah am Gipfel und in dieser Spalte liegt auch noch Schnee drin, also der ist so ewiger Schnee quasi. Ich glaube, das sagt Bob auch. Ja. Oh, da unten liegt ja noch Schnee, das hört man auch im Hörspiel, Und Mr. Smethers kommt ja dann aber auch tatsächlich nochmal um die Ecke auch. Ne? Wow, also zufällig in der Gegend wieder. Wer sagt hier was von Monster? Ja, oh, mir tut die Hand weh. Warum verdammt? Genau. So eine ganz rote, große Hand. Total. Und der Justus so. Aber wenn die dann die drei Fragezeichen und der Nackenklatscher heißt, die Frage, dann wer könnte der Nackenklatscher sein? Ne? Super, jetzt haben wir das Cover schon. Genau, Mr. Smethers wird das blühende Hand. Ja, aber der kommt aus dem Gebüsch, wie gesagt, und er tut eigentlich alles ab. Ne? Er sagt, gibt keine Beweise, und beschuldigt diesen Typ von der Tankstelle, dass er sie beschwatzt hätte. Also er ist ja missionarisch unterwegs. Und er geht jetzt zu dem und sagt ihm und liest ihm mal die Leviten. Und weg ist er. Ne? Ja, nicht brauche ich Hilfe oder was? Ja. Und ich habe mir hier notiert, er sagt, den knöpfe ich mir vor und Justus dann empört, Mr. Smethers. Mhm. Ja. Mr. Smethers. Ja, sie gehen aber auch heim. Ne? Ja. Oder? Genau. Und dann ist auch erstmal das Thema Monster, Spurensuche erstmal wieder vom Tisch seltsamerweise. Da geht es erstmal wieder weiter um die Suche nach dem Schlüssel. Ja. Hm. Ja, aber viel zu tun, ne? Wechselt sich halt immer so ein bisschen ab. Und bei der Suche gibt es einen zufälligen oder nicht ganz zufälligen Blick in das Zimmer von Mr. Jensen. Wo Justus ist das, ne? Ja. Der das Buch entdeckt, fotografieren. Sie gehen da einfach so rein, ne? Ja, sie gehen ja nicht rein. Also sie haben ja noch diesen letzten Rest im Bestand, sagen, wir suchen jetzt nicht weiter da im Zimmer und durchwühlen alles oder so, sondern uns reicht, oder Justus sagt, mir reicht, glaube ich, dieser eine Blick, den ich reingeworfen hat. Ja, aber wie hat er den also wahrscheinlich war in die Tür oder sowas nicht. Oder angelehnt oder man ja, also übergriffig bleibt's. Übergriffig bleibt's. Im Buch ist es einigermaßen cooler, da liegt diese Brieftasche von Smethers liegt im Esszimmer rum und die fällt runter. So, was auch komisch ist. Und dabei fällt ein Foto raus, wo man Kathleen und Hammond sieht, ja, in der Stadt. Ja. So, und dann fragen sie sich, wieso hat der ein Foto von denen, wieso hat der Jensen ein Foto von denen in der Brieftasche? Mhm. Und dann sagen sie, jetzt gehen wir aber auch ins Zimmer. So. Und da finden sie Fotografieren für Anfänger und sie finden ein Notizbuch, wo drin steht leichte Beute. Ja, so. Okay. Also wo Notizen über Kathleen drinstehen und drunter leichte Beute. Und dann denken sie, Alter, was will der denn? Ne? Ja. So. Ja, weil er wird ja irgendwie gelogen haben. Ja. Er ist kein Profifotograf. Nee. Und anscheinend ist er auch irgendwie hinter Kathleen her. Ja. Auf jeden Fall. Ja, eine neue Spur auf, wo man ja auch so denkt, oho, aha. Jetzt verdichtet es sich. Ja, und das finde ich so schön, weil das ist so klassisch, so für mich so ein bisschen... Agatha Christie-mäßig. So, es sind viele Verdächtige. Ne? Jeder hat ein Motiv. Irgendwie. Das gefällt mir daran. Das ist so klassisch irgendwie. Und das macht die Folge auch besonders, finde ich tatsächlich. Ja, und Jensen macht sich ja auch insofern erstmal weiter verdächtig, als dass sie ihn dann dabei beobachten, wie er in den Geschäftsbüchern rumwühlt und ja fast auch überrascht wird von Joe Hammond und Kathleen. Ja. Und er sich ja gerade, glaube ich, noch so rechtzeitig unterm Schreibtisch verkriecht, wenn die ins Büro kommen. Ja. Und genau, dann gibt es so die enttarnende, oder ja, ein Stück weit schon enttarnende Unterhaltung, ne, die sie halt dann zufällig mitkriegen. Wo ja, sie, was... Also letztlich... Er sagt, du machst es ganz hervorragend mit den Trotteln. Genau. Ne? So, wir müssen die Trottel im Prinzip möglichst schnell loswerden, aber länger als eine Woche werden wir sie wohl nicht irgendwie an der Backe haben, aber so, wir lassen die ganz gut bei Laune. Und sie sagt auch noch, aber immer schon eine Woche. Also das hört sich schon irgendwie auch verdächtig an. Ne? Ja. Und nicht einfach nur, die sind uns eine Last und wir haben die nicht gerne hier, sondern das ist schon die Trottel mehr. So. Und daher wüsste ich wahnsinnig gern, wann es bei mir Klick gemacht hätte. Ich weiß es noch nicht. Ne? So. Ja, ich meine, es hätte ja aber sein können, dass die halt einfach nur Arschlöcher sind. So, aber auch ne? Justus sagt ja, er blickt nicht mehr durch. Ja, aber das ist auch, also da müssen wir gleich nochmal, ich finde das so strange. Zu dem Zeitpunkt sagt er nämlich auch irgendwie, er blickt überhaupt nichts mehr, weil er ist so aufgeschmissen wie noch nie in seinem Leben. Ja. Warum sollte sie die loswerden wollen und so, ne? Und ja, weil ich glaube, ganz ehrlich, es ist schon so, es ist nicht so zwangsläufig, wie uns das vielleicht vorkommt, dass das nicht die wahre ist. Weil das ist der letzte Gedanke, den du hast. Aber wann ist Justus dann auf diese Idee gekommen? Weil ich meine, das, was jetzt als... Also, da habe ich mich echt gefragt, ne? Jetzt geht halt irgendwie gleich nochmal so ein bisschen die Action ab. Ja, das stimmt. Aber eine große Gelegenheit für Justus, irgendwas zu kombinieren oder da jetzt irgendwie auf eine Erkenntnis und eine Spur zu kommen, gibt es eigentlich nicht. Ja. Sondern eben ganz passenden Moment nachher hat er dann eine Erkenntnis. Ne, oder so. Aber ist schon ein bisschen strange. Ja, da gibt es im Buch schon noch einen Hinweis mehr. Okay. Zwei Hinweise mehr. Ne, erzähle ich gleich, wenn es passt. Ne. Genau. Ja gut, dann bleiben wir an der Stelle chronologisch und sagen wir nächstes Morgen. Sie beobachten, wie Joe Hammond in den Wald Richtung Feuerturm mit Gewehr im Anschlag sich auf den Weg macht. Wie immer. Und Rucksack, glaube ich. Ne? Genau, und Richtung Hütte, wobei ich mich da auch gefragt habe, im Hörspiel, diese Hütte. War bis jetzt noch nicht die Rede vorher von, oder nicht? Ne? Also, ja, Sie wissen, nee, es wird nur kurz erwähnt, dieser Einsiedler hat eine gebaut. Ne? Das wird im Hörspiel schon erwähnt. Okay. Aber nur dass ganz der da eine kurz. Hütte bauen? Ja, dass der sich dahin verzogen hat und dann eine Hütte gebaut hätte. Aber tatsächlich ist es so marginal, ne? Dass das echt blöd ist. Das wird im Buch deutlicher. Und da meint ja auch Justus, sie verlieren ja seine Spur und im Hörspiel meint Justus ja, der Richardson hat da was von der Waldhütte erzählt. So, da auf einmal. Ja, so. Und von einem jungen Mann, der ganz verstört wegen des Monsters ins Dorf gekommen ist und so weiter. Und bestimmt ist der Hammond da. Ne? So. Und das ist natürlich schon so eine Komische Geschichte. Im Buch ist es so, der Hammond will nicht, dass die auf diesen Berg gehen. Der hat vom Smethers gehört, dass die da rumhängen. Mhm. Und dann versucht er, sie zu beschäftigen. Und dann sagt er denen, ihr geht mal schön zum Feuerturm morgen. Die Kathleen backt euch Brote und ihr geht dahin. Mhm. Und dann sagen sie brav, ja, ja, machen wir. Und dann gehen sie zum Feuerturm, aber sie wissen ja, auf Feuerturm sehen wir den ganzen Berg und sie haben ein Fernglas dabei. Mhm. Und sie gucken mit dem Fernglas und sehen dann Hammond, wie er vom Haus zum Berg, den Berg hochläuft und dann an einer bestimmten Stelle im Wald verschwindet. Okay. Und sie sagen sich, was ist da wohl? Ja, so und nach einer Weile kommt er da wieder raus. So. Und da vermutet Justus nämlich, dass das diese Waldhütte ist, in der dieser Einsiedler gewohnt hat, dass die da irgendwo sein muss und dass der Hammond dahin geht, vermutet er. So. Und sie wollen ebenfalls diese Hütte suchen, gehen zurück zur Pension, um Bescheid zu sagen, dass sie auf dem Zeltplatz übernachten wollen. Und in der Pension belauschen sie aber Hammond, der mit Katie spricht und sagt, oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann kommen sie rein und dann nimmt er so einen Zettel und schmeißt den und zündet den an und wirft den in den Kamin. Und dann gehen Kathleen und Hammond und die stürmen zu diesem Kamin, machen das schnell aus und machen einen Zettel auf. Da sind laut 10-mal die Unterschrift Kathleen O'Hara. Kathleen O'Hara. So. Und dann denken sie schon, was ist das? Und da schaltet aber Justus dann vermutlich auf. Aha. Ne? Warum sollte man die Unterschrift üben? Ja. Und die alte. Die alte, genau, die alte, richtig. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Nicht mal Hammond, Genau. Ja, und da schließt es wieder an die Handlung im Hörspiel an. Im Hörspiel gehen sie ja auch los dann und plötzlich, das kommt ja aus dem Nichts, kommt das Typ im Auto. Peter ruft, es brennt, der Wald brennt. Genau. So, ne? Ja, denen kommt ja auch noch einer mit dem Auto entgegen irgendwie und sagt, ich habe nur schnell eine Kippe weggeworfen. Das ist auch so. Wobei der noch relativ cool ist, ne? Ich meine, der fährt dann so rum und sagt, ups. Das passiert halt mal, ne? Ich meine, hallo, ist Kalifornien da. Das passiert jedem Mal mit der Kippe. Tragisch aktuell. Brandt halt, aber genau, er ist da, ich war das, ne? Aber ich nehme euch gerne mit zum Gasthaus und Und auch das macht im Hörspiel wenig Sinn, dass Mr. Hammond dann auch da ist. Ja. Schon. Aber es sei denn, sie hätten echt lang gebraucht, als sie die Spur verloren haben. Ne? So. Aber es ist schon komisch. Das ist ja auch so, da sie, der Hammond ist doch noch oben. Und dann sagt er, ach, so ein Blonder, der ist schon vorher runtergelaufen. Ne? Da habe ich gesehen. Ja, kurz bevor ich die Kippe weggeschmissen habe. Genau. Und das ist halt so, im Hörspiel ist es echt seltsam, irgendwie, weil sich dann alle am Gasthof treffen und sagen, wir müssen hier weg, weil Waldbrandgefahr. Und dann ist nämlich Justus, der 2 Sätze vorher gesagt hat, ich bin so aufgeschmissen wie noch nie, sagt auf einmal, ja, aber wir müssen Kathleen O'Hara finden, weil die Frau hier, das ist eine Betrügerin. Ja, genau. Und das ist ja im Hörspiel, wirst du da halt nicht mitgenommen. Nee, überhaupt nicht, das stimmt. Das haben wir vollkommen recht. Ich finde auch im Buch recht wenig. Also es ist da nicht so gut aufgebaut, dass du an diesen Punkt kommst, denkst, aha, ne, so. Klar denkst du schon, als sie das rausfischen, es genügt mir als Erklärung, dass als sie diesen Zettel finden, dass dann bei Justus der Groschen fällt, zusammen mit dieser Hütte. So. Aber es ist schon auch nicht so gut. Es geht mir auch sehr hoppla hopp. Es ist so, zum Beispiel Jensen, habt ihr das geblickt, was der meint? Wo er sagt doch so, der Justus sagt, das ist nicht Kathleen, und er soll ihr sagen, wo die Kathleen ist. Oder wird sie wollen, dass sie verbrennt. Und dann kommt Jens und sagt, wo Kathleen O'Hara ist? Sie sind nicht Kathleen O'Hara. Hä? Ja. Ich check's nicht. Haben die alles getrennt eingesprochen? Also sind die zu jedem in die Wohnung gefahren, haben gesagt, hier ist dein Text. Ja, ich meine, diese Action-Szene, die es jetzt gibt, das ist auch wirklich ganz, ganz seltsam, weil die angebliche Kathleen ja dann irgendwie wegrennt und ihr diese rote Perücke runterfällt und sie dann aber wieder da ist, aber sie hat halt auch so null dieses, ich bin gerade gerannt und auf der Flucht und irgendwie aufgeregt in der Stimme. Das passt halt leider nicht, finde ich. Also, Also es ist wirklich ganz komisch. Auch da macht es ja wieder, aber Mr. Jensen, ich bin's doch. Ich bin natürlich nicht mehr Kathleen O'Hara, ich bin jetzt Kathleen Hammond. Wie das wissen ja, genau. Der doof. Ich kannte die Kudo nicht persönlich. Du bist schon ein guter Detektiv. Also wenn man wirklich denkt, so bist du noch, hast du alle Latten am Zaun? Diese ganze Rolle und auch die Stimme und das ist es halt alles nicht. Die, nee. Nee. Ja. So. Und aber Justus ahnt ja schon, das ist dieser Waldhütte, er sagt sie auf den Kopf zu und sie sagt ja dann ja, ne, so. An den Hammond wendet er sich ja so gar nicht, weil er wahrscheinlich weiß, der ist so abgebrüht, ne, der wird mir nichts gestehen. Und dann gehen sie hoch. Sie kämpfen sich ja quasi, das war auch Wald. Ganz kurz nur, aber genau, ziemlich heroisch, ja. Mitten durch den brennenden Wald. Ja. Tja, da kann auch mal was passieren, ne? Das finde ich auch, also das finde ich im Hörspiel null gut umgesetzt. Ja. Ne? Mhm. So, dass man so oder so, oh Gott, wir müssen das schneller schaffen und so, da hätten wir sich noch eine Minute Zeit nehmen können. Obwohl man tierisch Brandgeräusche hört. Ja. Ne? Ja. Also das hört sich an, als wäre das alles direkt neben einem Lagerfeuer aufgenommen worden. Aber die haben trotzdem recht Ruhe weg. Ja, die wussten auch nicht oder so. Ne? Das ist halt alles so, ach ja. Aber es und die Tür kriegen wir leider auch irgendwie nicht auf. Dann müssen wir mal gucken. Ja, was passiert dann? Erzähl mir mal, ich hab's übers Hörspiel nicht geblickt, was dann passiert. Sie versuchen, die Tür aufzubrechen und das klappt aber nicht. Und dann kommt aber, tada, das Bergmonster in voller Pracht. Ja. Zum ersten Mal sieht es die Tür auf, und zwar vor den Augen aller. Ja. Und dann kommt Mr. Smethers und sagt, brav, fein, mach dir keine Sorgen. Wird alles wieder gut. Noch ein Leckerchen, eine Erdnuss to go und tschüss. Ich weiß, Erdnuss to go. Ich weiß, es ist schlimm. Ja, ja, das Bergmonster, wieso ist das gekommen? Ja, um die Frau zu retten. Um die Frau zu retten. Das ist einfach die gute Seele des Bergmonsters. Nein, das Bergmonster flüchtet vor dem... Nein, das rettet den Menschen. Und es hat sich da dann irgendwie selber noch verletzt. Und Mr. Smethers tröstet es und sagt, du bist ein ganz feines Tier. Nein, also ich hab jetzt so gesehen, das Vieh ist einfach nur in totaler Panik. Gegen die Tür gerannt. Nein! Nein, das ist die edle Seele dieses missverstandenen Geschöpfes. Vielleicht hat es sich ja auch schon ganz lange mit der Kathleen O'Hara angefreundet und hat schon ganz lange an der Tür gekratzt. Übrigens, habt ihr mitgekriegt, was Kenneth durch die verschlossene Tür Kathleen zuruft? Er ruft, ruhig, Kathleen, ruhig, komm mal raus, ich bin's. Ja, genau, komm mal raus. Du Vollidiot, die scheiß Tür ist zu. Ne? Na gut. Vielleicht hat sie ja auch nur von innen abgeschlossen. Ja, wahrscheinlich. Ja, man kennt ja diese Frau. Genau, ne? So. Gekidnappt, entführt, von innen. Wahrscheinlich nur beleidigt. Schlüssel steckt. Ist ein sensibler Charakter, würde Justus jetzt sagen. Naja, im Buch ist es so, dieses Monster taucht auf, aus dem Nichts, ja, wahrscheinlich, weil es auch verschreckt ist von diesem Ding, sieht die Leute, denkt, boah, Feinde, ja, rennt auf Kenneth zu, so, ich mach dich alle. Kenneth springt zur Seite, das Tier kracht gegen die Tür und die Tür ist auf. Problem, Monster jetzt in der Hütte. Zusammen mit Kathleen. Macht so einer auf, Alter, ich mach euch alle fertig. Ja? Dann kommt Mr. Smethers und dann macht es auch mehr Sinn, was er sagt. Ja, er sagt, hey, beruhig dich, du bist jetzt aufgeregt, du hast Angst vor dem Feuer, aber es passiert dir nichts, ich werde dafür sorgen. Und dann zieht er es so raus aus dieser Hütte so und verschwindet wieder. Weil das finde ich tatsächlich, ich habe auch gedacht, ich war so auf deiner Seite, ich dachte, das ist so die Erklärung, die ich habe. Dieses aber sie ist halt ein bisschen verklärt und doof. Ja. Ne? Also, das macht schon so mehr Sinn, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Fall, so. Aber so dieses, ne, also es rennt diese Tür ein. Also ich habe jetzt auch nicht verstanden, dass das die Kathleen retten wollte. Hätte sie auch früher schon tun können. Ja, stimmt. Ja. So, und woher auch so. Ja, also, und intelligent. Aber hey, wir sagen das jetzt alles so, ja, das Monster. Ja, aber es ist das allererste Mal in einer 3-Fragezeichen-Folge und auch das letzte Mal bis jetzt in einer 3-Fragezeichen-Folge, dass wir es tatsächlich mit einem Verschwörungstheoretikerwesen zu tun haben. Also das würde ich wohl auch gerne. Auf jeden Fall. Also, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und das finde ich auch eigentlich ein Novum. Und dafür gehört diese Folge auch nochmal geadelt. So früh. Hätten wir die jetzt nicht besprochen und das wäre in einer späteren Folge passiert, hätte ich gesagt, na toll, ne? Das ist ja typisch, die Neumodischen widersprechen alle drei Fragezeichen-Gesetze. Mhm. Weil ich das für ein ehernes Gesetz der frühen Folgen gehalten hätte, dass nichts unaufgeklärt und mysteriös bleibt. Ja. Und irre, tatsächlich in diesem, ist das so. Das ist irre. Ein Bigfoot quasi, also es ist Yeti, Bigfoot, whatever. Ja, ja, und deswegen fände ich auch nochmal ganz spannend, weil wir haben ja viel klügere Hörerinnen und Hörer, als wir sind. Wenn ihr noch wisst, wo passiert das nochmal? In welcher Folge? Meuterei auf hoher See? Sind die Kann gar nicht? Sein? Sind die Klar, jetzt wo du sagst. Ja, also wo passiert es noch, dass tatsächlich dieses dass es nicht aufgeklärt wird, sondern es ist wirklich ein Wesen dahinter steckt. Also es ist schon irgendwie außergewöhnlich, ne? Dass der eigentliche Kriminalfall wieder mal auch nichts mit dem Monster zu tun hat. Aber wie gesagt, es gibt diesmal gar nicht diesen Scooby-Doo-Effekt, den du sonst ja auch so feierst, sondern das Ding ist, ob jetzt Monster oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist ein fremdes Wesen. Ein nicht identifiziertes... So. Ja. Und Mr. Smethers hat sich halt auf die Fahnen geschrieben, dass das auch so bleibt. Ja. Ne, das ist sein eigentlicher Zweck da, ne, an dieser Stelle. Er möchte dieses Wesen beschützen vor irgendwelchen, weiß ich nicht, Wissenschaftlern, die Stücke aus dem rausschneiden wollen oder so. Ja. Ja, klar, also im Buch gehen sie da nochmal drauf ein, was dann passieren würde, wenn das offen... Also der ganze Schluss sagt es ja der Alfred Hitchcock auch, es ist schon so viel gelogen worden, aus niedereren Beweggründen, jetzt ist es okay, so zu lügen, und das malen sie sich ja auch aus. Sie malen sich aus, was passieren würde, wenn sie das jetzt veröffentlichen würden, so, und dass das natürlich auch bescheuert wäre. Ja, es kommt ja nachher, als die Polizei dann ankommt und alle Bösen abführt mit dem Dorfpolizisten, ne, und des Matters dann, können Sie sich das vorstellen, ein Ungeheuer, will er gesehen haben, also, aber ich glaube, Hammond, der kommt zurück, sage ich euch. Der will dieses Wesen haben. So. Ja. Der bleibt ja nicht für immer im Knast jetzt. Ne? Ja. Also ich meine, Kathy ist frei und es geht zurück zur Pension, und inzwischen ist sie nicht mehr von Feuer bedroht, scheinbar. Das ist halt abends, ne, sagt man dann irgendwie. Abends ist der Brand eingedämmt und es wird eigentlich dann alles nochmal aufgeklärt und ist da. Ja. Schlüssel war unterm Bett. Ja, geklebt, versteckt. Ja. Das Zauberspiegelchen, ich habe die ganze Zeit drauf geschlafen. Eigentlich so ein klassischer Abschlusslacher. Ja, man denkt, es ist zu Ende. Ja. Tatsächlich, aber es wird ja noch was erklärt. Die Kathleen erzählt ja noch die erzählt ja noch viel, dass der irgendwann mal hätte er mit ihr über Geld gesprochen, das hätte sie komisch gemacht. Die waren Gäste in der Pension, ne, die beiden. Ja, nur er, meine ich. Nur er? Ja. Sie. Ah, das hätte sie auch schon geschnallt vielleicht. Oh, die sieht mir verdammt ähnlich. Ne? So. Also er hat das wohl irgendwie geblickt. Also im Buch wird das ausführlicher besprochen, dass er eigentlich so ein Betrüger ist, der so rumgezogen ist und der dem das dann erstmal aufgefallen ist, dass sie so eine Ähnlichkeit hat. Und dann erstmal versucht hat, sie so über einen Löffel zu barbieren. Und dann hat er aber so, das sagt man so. Ich habe das noch nie gehört, aber gefällt mir gut. Ich kenne über den Kammscheren. Ja, über den Löffel zu barbieren. Aber dann gedacht hat, naja, im Fall der Fälle bleibt mir immer noch Plan X. Ne? So. Und hier sagt sie ja, er hat sie dann bedroht und sie war so schlau und hat gesagt, naja, wenn ich ihm das jetzt verrate, dann erschießt er mich. So, und wahrscheinlich ist es ja auch so, oder? Wenn, der hat sie jetzt doch nur, der Mr. Hammond, wie wäre es für den weitergegangen? Ach, das ist halt irgendwie so ein bisschen bescheuert. Sagen wir mal, also ich meine, für $10.823 sagt er hier, ich erschieße dich. Betrug und Mord sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Also im Buch wird erwähnt, er hätte auch schon mal einen Raubüberfall begangen, wo er auch auf jemanden geschossen hätte. Der hätte überlebt, weil er ihn nicht getroffen hätte. Oh, scheiße, er sei kein guter Schütze. Wird noch mal, der Arme. Ja, aber ich meine, was war der Plan von Hammond? Auf jeden Fall nochmal, irgendwie wird da eine andere Qualität an Kriminellen immer aufgemacht. Also das hat man bisher im jetzt so nicht so. Immerhin hat er ja Essen gebracht. Er hat ihr Essen gebracht und hat gesagt, gib mir den Schlüssel. Und sie sagt nein. Und er sagt, okay, dann komme ich morgen wieder. Ja. Und wie lange hätte er das gemacht? Also sie hätten angenommen, sie hätten den Schlüssel gefunden, dann wäre er hochgegangen, haha, wir haben einen Schlüssel, baff, ich bring dich um. Also was war das Ziel? Weil er wollte ja bleiben, wenn er da, wenn er da extra eine Grube baut, ja, ja, dann will er ja da bleiben. Ja, ja, logisch, sorry, ist das halt alles nicht. So, ne? Und es ist halt auch dann wieder mal ein Zufall mehr, dass er dann ausgerechnet da ist, wo dann zufällig auch dieses Monster sein Unwesen treibt, wo dann auch noch seine Frau zufällig so aussieht wie die O'Hara. Also sind schon ganz schön viele Zufälle, die da zusammenkommen müssen, um da eine Geschichte draus zu stricken. Ne? Weil dann ja auch noch der Jensen mit seiner Geschichte kommt, dass dann zufällig seine Schwester ja betrogen worden ist von Hammond und sie ihn dann ja aber auch wieder zufällig auf dem Parkplatz gesehen hat und da ein Foto gemacht, Kennzeichen verglichen. Also da kommt schon ganz schön was zusammen. Ja. Ne? Ja, und er hatte dann vor, Kathleen O'Hara zu beschützen und ihn zu überführen, den Hammond. Ja, da weiß man auch nicht, was wäre der genaue Plan gewesen. Okay, deswegen hat er das Büro durchsucht. Er wollte, ihm war nicht klar, er hätte die doch beide sofort für Komplizen halten können. Ja. Ja. Aber wenn er mal so ein bisschen beobachtet hätte, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, und wie ihr schon gesagt habt, Mr. Smethers kommt noch dazu und sagt so, im Buch ist er auch voll verrußt, ja, so, sieht aus wie so ein Kaminkehrer, ja, und sagt so, ah, haha, habt ihr gehört, der Depp, was der will und so. Und die drei Fragezeichen erzählen, er hätte sie nachher noch zur Seite genommen, das erzählen sie bei Alfred Hitchcock, und hätte ihn gedroht. Also er hat gesagt, so oft, wenn ihr irgendwas erzählt, sage ich, das ist alles Quatsch, das ist alles gelogen und ihr seid Vollidioten. Und das wird niemals, kommt das raus, ne? Weil niemand soll dieses Tier, dieses Bergmonster da fangen. Ne? Ja, liebt Menschen nicht so sehr. Ja. Nee. Dann ist das mal das. Aber in einem Fall auch hat der Hammond auch nicht mitgedacht. Der ist ja jedes Mal mit diesem scheiß Betäubungsgewehr losgezogen. Hätte er es jetzt gekriegt, die Grube war noch nicht fertig. Was hätte er denn gemacht? Die war noch nicht mal mit Zement ausgefüllt. Auch nicht nachgedacht. Er ist in die Küche gesperrt, oder? So lange. Also geht mal lieber nicht rein. Naja. Man weiß es nicht so richtig. Ja, auf jeden Fall, Smethers steckt dahinter, auch mit dem Spurenverwischen. Ne? Nackenklatscher. Und so. Er ist der geheimnisvolle Nackenklatscher und damit eigentlich der wahre Bösewicht der Folge. Muss man ja auch nochmal sagen. Ja, gut, weiß ich nicht. Er hat ja hier die hat nichts gemacht. Ja, aber der Hammond. Ja, der Hammond. Der setzt ihm da schon noch eine Schippe drauf. Ja. So, ja, das stimmt, ja. Ich entführe dich und drohe dich zu erschießen, aber ja. Ja, das stimmt. Insgesamt, wie gesagt, ich habe einen Bogen gemacht als Kind um diese Folge. Ich habe schon gedacht, das ist so, so komisch. Da geht es halt nur um so ein Bergmonster. Hat mich nicht angesprochen. Aber ich finde tatsächlich, sie ist das Novum, das Krasse, was sie auszeichnet und was sie adelt, ist, das Bergmonster gibt es. Ja. Kenneth und Patrick sind dabei. Und es sind die vielen Verdächtigen, die, finde ich, und die dramaturgischen Kniffe, die dann doch drin sind. Das Setting ist total schön. Die sie adeln. Ja. Und die sie zu einer guten Folge machen. Aber ich finde, es ist, wenn man so die Klassiker nimmt, ne, also das ist ja auf jeden Fall in der Reihe der Klassiker, aber finde ich, ist schon auf jeden Fall ein schwächerer Klassiker. Ja, finde ich auch. Das ist jetzt nicht, dass ich sage so, boah, die geile Klassikerfolge, sondern eher sowas, was ich dann auch schon, wenn ich alle anderen Klassiker durch habe, dann nochmal höre. Ne? Was mich gewundert hat, ich habe halt auch nochmal hier auf so Fanseiten nachgeguckt, dass halt in der amerikanischen Originalserie Patrick und Kenneth eigentlich Deutsche sind. Ach, echt? Nämlich irgendwie Hans und Konrad Schmidt aus Bayern. Nein. Ah, nein. Wo ich denke, wie passt das zusammen? Also ich habe da leider nicht mehr irgendwie jetzt zu gefunden und auch nicht irgendwie jetzt in der Originalserie selber geschmökert. Aber ich fand das irgendwie eine total seltsame Info, weil ich auch denke, dieses ganze Setting müsste dann in Deutschland spielen. Das ist so. Das müsste in den Alpen spielen eigentlich. Aber habt ihr auch nicht irgendwie gelesen, gehört irgendwie? Fände ich spannend. Auch da fände ich super, wenn wir in den Kommentaren irgendwie noch mehr Fachwissen zu bekommen. Wenn jemand wüsste, wie Kathleen O'Hara dann heißt. Kathi Bauer. Ja, aber ich fand es irgendwie strange. Das so. Du hast mich jetzt nochmal überrascht. So, tatsächlich. Ja. 41 Minuten ging's. Ne? Das, und es fällt in die Phase von Alga Rasch, wo sie, finde ich, von den Cover, das muss man vielleicht noch sagen, hätte ich vorher noch sagen müssen, wo sie ihre orange-rote Phase hat, oder? Ja, so, stimmt. Lachender Schatten, Rasende Löwe. Ja, Rasende Löwe, ja, auch. Aber ja, das ist so, ich sammle ja diese Picture-Vinyls und ich merke, dass ich, wenn ich will, die eigentlich chronologisch aufhängen, aber dann habe ich so eine Reihe, wo ganz viel so rot-orange sind und dann denke ich, oh, das sieht irgendwie doof aus. Ne? Stimmt, aber dann hast du ja auch wieder Teufelsberg und Geisterinsel, auch alles in diesen Farbtönen. Ja, ja, das stimmt. Tatsächlich. Das stimmt. Ja. Ja, jetzt ist die Quizfrage hat sich erledigt, ne? Ja, ja, ich frage trotzdem nochmal, wie viel Dollar hat Kathy auf der Bank? 10.823. Ja, 10.823? Und was ist da die Quersumme von? Ach komm. Nackenschlag oder was jetzt? Hast du noch eine Frage? Hast du noch eine Quizfrage? Nee, ich habe keine. Aber ich habe ein Zitat. Also, beziehungsweise die Frage, was ist der Charakter der Folge? Das wäre ja spannend. Gibt es einen für euch? Ein Charakter der Folge. Ja, natürlich, oder? Also Mr. Smethers. Ja, eben. Ja, Mr. Smethers. Und das vor allem wegen der Szene mit dem Stinktier und den Streifenhörnchen. Und aber jetzt ein begnadeter Sprecher ist, ne, finde ich. Also wirklich total toll. Ich suche ihn gerade. Moment. Josef Dahmen sagt mir jetzt erstmal nichts, aber man kennt diese Stimme. Ja, ja, ist halt irgendwie, ist halt auch echt ein umtriebiger Schauspieler gewesen, auch in den 30er, 40er, 50er Jahren. Ah ja, echt? Genau. Okay. Also er hat es auf jeden Fall sehr, sehr toll gemacht und das finde ich auch, der hebt der bringt Farbe rein, schon am Anfang, wenn er sagt, so, die Tiere sind unsere Freunde und so. Der ist halt einfach total überzeichnet, aber dadurch irgendwie bleibt er einem auch im Gedächtnis. Genau, wenn Mr. Jensen im Vergleich farblos bleibt. Ja. Ne? So, am Anfang denkt man, zwei ebenbürtige Gegner, so, und dann aber Jensen verblasst irgendwie. Der Fleischesser. Ja. Und die schlimmste ist die Kathleen. Ja, ich finde, ich kann auch die Stimme irgendwie ist nicht gut. Ist nicht gut gecastet irgendwie. Ja. So finde ich auch. Nee, und ich nehme das auch nicht ab. Hast du noch einen Lieblingscharakter? Einen anderen? Smethers. Das ist es. Ich meine, Volker Brandt macht die Sache nicht schlecht. Ja, als Mr. Hammond. Ich glaube, wenn er das nicht dem so viel leihen würde, also ich denke, er holt noch nicht alles aus sich raus, aber wenn er selbst das, was er leistet, der ist ein guter Schauspieler und ein guter Synchronsprecher. So. Aber ich kann halt, seit ich ihn da gehört habe, eben zum Beispiel in Geisterinsel nicht als Kommissar ernst nehmen. Ja, ja. Weil für mich ist er der fiese Möb, der da, er ist ja auch blöd, das ist ein gemeiner Kerl. Irgendwie. Aber der, jetzt auch unabhängig von der Sprecherleistung, ist der Charakter Mr. Smethers halt auch einfach so, so drüber irgendwie. Das ist gut. Ja, das ist die Frage, habt ihr ein Zitat? Ja, Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf, ist griffig. Ja, ja. Also ich habe zwei gefunden, tatsächlich am Anfang gar keins, aber eins, das geht so ein bisschen unter, das finde ich ganz schön, Peter sagt es, wo sie in den Wald gehen und versuchen, den Hammond nachzustellen. Da sagt der Peter, ich sehe nur Bäume, Bäume, Bäume. Und dann noch eins von Bob, wo er sagt, ich habe keine Füße gesehen und wenn das ein Mann war, dann zähle ich mich ab sofort nicht mehr zum Menschengeschlecht. Ja. Und das finde ich auch ganz süß. Ja. Also sie sind, finde ich, gerade Bob, wie im Stimmbruch, das merkt man voll, das ist echt süß. Ja. Hast du eins noch? Ja, es bleibt ja letztendlich dann noch hier dieses, ich glaube, die Flitterwochen sind bei denen schon vorbei. Aber auch, weil das so grimmelt. Ja, weißt du, so, du siehst richtig, wie der grinst dabei. Ja. So, und das gefällt mir. Und der macht einen Witz. Und der ist noch nicht mal schlecht. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Zeitlos, auch heute noch. Auch heute noch witzig. Ja, also es ist auf jeden Fall eine besondere Folge, die uns darüber gestolpert ist. Und ich bin mal gespannt, welche wir uns das nächste Mal reinpfeifen. Ja. Zufallsgenerator wieder. Zufallsgenerator. Da lassen wir uns auch was anderes einfallen, Zauberhut oder so. Ja, in diesem Sinne. Ja. Hoch soll sie leben. Hoch soll sie leben. Danke fürs Zuhören.